Servusle. Ja, was machen wir? Ich habe es euch versprochen. Wir machen wieder Vorträge. Und jetzt kommen wir in eine Zeit, da wo es wieder losgeht. Warum schimmelt es in der Bude? Wie isolieren? Soll man isolieren? Ist viel Isolation gut oder wenig? Ich spreche jetzt explizit von isolieren. Das heißt eigentlich dämmen. Ja, isolieren tun die Elektriker. Ja? Aber ich glaube, wir wissen, was wir meinen. Und um das geht es mir. Mir geht es jetzt ganz explizit, also in diesem Thema, was wir heute machen. Ich kann schon mal, warte mal, nee, ich schalte noch nicht weiter. Es haben schon ein paar von mir gehört, aber mir geht es bei dem Thema wirklich darum, dass man es versteht. Mir geht es da nicht um irgendwelche Fachausdrücke oder sonstiges, sondern mir geht es wirklich darum, dass man es versteht. Und das Paket jetzt ist sehr abgespeckt. Es wird noch einen Teil 2 und einen Teil 3 geben, weil ich aber mir ist erstmal ganz, ganz vorrangig, dass das jeder versteht, wieso es so ist und warum es so ist und wieso es manchmal schimmelt und beim anderen wieder doch nicht schimmelt, obwohl der doch das Gleiche macht. Und das will ich einfach, dass man ein bisschen versteht. Und ich will, dass man versteht, was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima. Und was ist der Unterschied zwischen, also ist es immer wichtig warm oder ist Wärme nicht immer Wärme? Das ist mir sehr, sehr wichtig und deswegen habe ich ja ein paar Beispiele dabei und ich glaube, dass man das dann auch verstehen kann. Ja? Und ich glaube, ich bin sehr sicher, weil allen, die ich das bis jetzt so erklärt habe, haben mittlerweile ihre Problemchen mit zu hoher Feuchtigkeit, Schimmel oder sowas in den Griff bekommen und haben wirklich gesündere und vitalere Bienen. Das ist nämlich das, was ich mir immer auf dem Helm schreibe. Ja? Ich will gesunde, vitale Bienen. Ja? Und der Rest ergibt sich dann ganz von alleine. Okay? Jetzt schauen wir mal kurz noch, wer noch hier ist. Und ja, ich wurde auch gefragt, Oxalsäure-Thema, ja, hin und her. Gleich ganz kurzer kleiner Einschnitt, warum ich jetzt das nicht mache. Ich finde, der Gottfried hat alles gesagt, was man sagen kann im Moment. Die Zulassung, es ist zugelassen, aber das Mittel haben wir noch nicht. Und entscheidend ist jetzt dann der Beipackzettel, der beim Produkt beiliegt. Und den kriegen wir erst Mitte November, also zur Eurobee. Und solange das nicht so ist, braucht man ja gar nicht groß drum herum. Ich habe schon, ich kann euch sagen, ich habe ein paar Sachen vorbereitet, wo ich euch ganz, ganz viele Sachen zeigen kann. Also ich habe einen richtigen Teststand gebaut, jetzt ja, 2 Tage lang, wo man wirklich verschiedene Sublimatoren oder sonstiges, wo man das einfach mal den Ablauf zeigen kann, was passiert im Inneren. Also mir ist das wichtig, dass man das sieht, auch das Innere, was passiert darin, wie läuft sowas ab und da kommt was. Aber da haben wir ja jetzt Zeit, nur kein Stress. Nicht irgendwas jetzt kaufen oder auch nicht kaufen, einfach im Prinzip nichts machen, warten bis Mitte November und alles ist gut. Ja? Und dann haben wir immer noch genügend Zeit im Dezember oder meinetwegen auch im Januar, aber ich würde sagen Dezember, dass wir dann, wenn wir sowas nutzen wollen, können wir immer noch machen. Deswegen machen wir uns keinen Stress und wir gehen jetzt Themen an, die meines Erachtens schon wichtig sind. Ja? Und jetzt schauen wir mal. Jörg, Servus, Stefan, bleib im Haus. Einen schönen Abend an Jupp, Steffi und Zuschauer. Schöne Grüße zurück, St. Back, Servus, Stefan, Franz Wasser, Imker Stahlheim. Guten Abend an alle Zuseher und natürlich auch an Jupp und die Regie. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Peter, ja, gestern war es ein harter Tag, aber ein Top-Tag, ja. Wir waren gestern Konzert, München, Oktoberfest, also super. Dann der Bienenschepp, Daumen nicht vergessen. Ja, Daumen, das ist mein Lohn. Ja. Lars, Servus, Sandra Müller, hallo Jupp. Ein Volk wird bei mir regelrecht vom Wespen umschwärmt. Am Flugloch finden Kämpfe statt. Innen drin sind keine Wespen. Sollte ich das Volk trotzdem verstellen? Liebe Grüße, Sandra. Also, liebe Sandra, das ist jetzt von mir als Außenstehender sehr schwer einzuschätzen. Aber wenn
die Wespen noch nicht ins Volk kommen, ist es eigentlich ein sehr gutes Indiz, dass dein Volk weiß, was es tut und alles unter Kontrolle hat. Ja? Von dem her, ich würde es erstmal lassen. Ich würde es wirklich erstmal lassen. Problematisch könnte es jetzt dann werden, wenn, weil Wespen fliegen temperaturtechnisch schon ein bisschen früher wie die Bienen, dann könnte es sein, dass die ein bisschen mehr räubern da drin, also am Futter oder so. Aber in der Regel sind die Wespen jetzt am absteigenden Ast. Ja, also es geht Richtung Winter, müsste sich das Problem normalerweise bald von selbst klären. So, wenn ich jetzt dann die Präsentation starte, Klammer vorneweg, werde ich mich nicht mehr ganz bewusst auf die Kommentare konzentrieren, weil mich das sonst ein bisschen durchs System haut. Ja, es sind ein paar Folien, das sind, ich glaube, 54 Folien oder 60 Folien, Teil 1. Alles miteinander, das gesamte Thema, ich habe einen Teil 2 und Teil 3 auch noch, das gesamte Thema umfasst eine insgesamte, zwischen 8 und 12 Stunden. Ja, das wollen wir heute nicht machen. Ja, wir fangen mal an, dass jeder mal versteht, auf was er achten muss und wie es läuft. Okay? Und wir klären heute auch das Thema, ist Styropor wirklich besser oder Holz oder wie auch immer. Okay? Jetzt schaue ich noch einmal kurz in den Chat, wer da ist. Also warte, ich muss hier umschalten. So. Johannes, Servus. Sandra, nichts zu danken. So, dann schalten wir hier mal um auf PowerPoint. Dann hier Bildschirm. Genau, Bildschirm kann man auf. Ausschalten. Christian Mee. Habt ihr schon komplett eingefüttert? Nein. Also, wenn es ja wirklich ist, Schatz, kannst ja du fragen, wenn sie es ein paar dir notieren oder so. Oder merken. So, also. Wie gesagt, jetzt referentiere ich im Prinzip über ein Thema, das umfasst mein ganzes Leben. Man möchte es nicht glauben, der Jupp macht noch was anderes, außer Imkerei. Ja, ich bin eigentlich Zimmerer. Ich bin Zimmerermeister und ich mache den Beruf seit 23 Jahren. Über 23 Jahre. Gut über 23 Jahre mittlerweile. Ich habe bald, was nennt man das dann? 25 Silber, Golden, keine Ahnung. 25 Jahre. Und ich liebe meinen Beruf. Ich bin beruflich auch spezialisiert auf Altbausanierungen, also nicht nur schickimicki machen und es zerfällt innerlich, sondern aus alt wieder tipptopp machen und nicht unschön. Ja, dämmwerttechnisch auch auf einen ganz neuen Stand, auf ein ganz neues Level bringen und das wirklich easy peasy. Hier zum Beispiel, auch wo ich jetzt hier wohne, das Haus haben wir es doch auch neu gemacht und top. Also wir haben hier im Sommer hier oben in der Regel 22 Grad im Dachgeschoss. Ja, also ich bin hier Dachgeschoss hier. So, aber da gehen wir sogar drauf ein. Alt, falscher Knopf, es tut mir leid. So, jetzt auch. So, was ist eigentlich das größte besondere Art bei uns? Und was ist Klima? Also, Temperatur, Luft, Sonnenstrahlung, Bodeneffekt, Regen, Wind und so weiter. Also das Ganze, was wird vom Boden abgestrahlt? Da ist ja auch entscheidend, ich muss es schon mal ein bisschen größer machen hier. Was wird abgestrahlt? Wie ist die Feuchtigkeit? Sind Flüsse in der Nähe? Wie sind die Pflanzen um uns herum? Haben wir hohe Vegetation? Was? Oh, okay. Gut, die Regie hat eingegriffen. Ich habe nämlich schon eine Folie da, ja. Und die müsste eigentlich auch. Code Red. Ja, das ist live. PowerPoint. Okay, ich muss jetzt ganz kurz umswitchen. Ich krieg das hin. Innerhalb von Sekunden. Bumm. Hier haben wir. Dann gehen wir mal die Folien zurück wieder. So,
bin wieder am Start. So, wie gesagt, das macht unser Klima aus. Ist im Prinzip, seid ihr wie ich zum Beispiel am Südhang, wo die Sonne richtig schön flächig drauf scheinen kann um mich herum und bei meinem Nachbar ist es stark bewachsen, dann sind wir zwar in der gleichen Klimaregion, aber haben unterschiedliche Kleinklimazonen. Ja? Und das muss man wissen, dass das unter Umständen, man ist nebeneinander, aber es ist komplett anders. Ja? Beim einen, der hat direkte Sonneneinstrahlung, der andere ist im Wald. Und das hat wirklich extreme Unterschiede. Und ihr werdet es auch danach, ich hoffe, danach verstehen, auf was es ankommt und was die Unterschiede überhaupt dann ausmacht. Man muss es nämlich, wenn man es mal erkennt und das verstanden hat, ist es wirklich überhaupt kein Problem mehr. Aber was macht unser Klima bei uns in der Gegend so besonders? Also in Mitteleuropa. Mitteleuropa haben wir wirklich ganz ein besonderes Klima und das kennen alle, die auf dem Bau arbeiten, die wissen, von was ich spreche. Also vor allem die draußen arbeiten, Fliesenleger für draußen, Dachdecker, Zimmerer, Maurer für Außenputz und und. Und das Besondere ist, es gibt in südlichen Ländern, da ist zum Teil richtig, richtig warm, die haben tendenziell immer volle Hitze. Dann gibt es auf der anderen Seite, da ist immer nass und kalt. Aber was haben wir hier in Mitteleuropa? Wir haben es kalt ohne Ende, wir haben es feucht ohne Ende, wir haben es trocken ohne Ende und wir haben Temperaturunterschiede. Ich habe da mal so aufgeführt, zwischen 49 Grad plus, und wir reden vom im Schatten, nicht in der Sonne, zu minus 26 Grad. Es gibt natürlich auch noch Ecken, da ist zum Teil sogar noch heftiger, aber das sind so, was für Mitteleuropa im Durchschnitt im Prinzip angesetzt wird und das hat natürlich ganz eine besondere Konstellation mit Frost, mit in südlichen Ländern, die kennen zum Beispiel außen gar keinen Frost, deswegen funktionieren da ganz andere Dächer, ganz andere Wandaufbauten, ganz andere, anders klimatisch aufgebaute Wände. Ja? Aber ihr werdet auch gleich verstehen, warum und wieso. Ja? Das, bloß, dass man das mal gehört hat, dass halt das wirklich bei uns was Besonderes ist. Also, das ist auch die Luftfeuchtigkeit, macht es ja auch aus. Also das ist zum Beispiel, weil es steht hier, kalt ist nicht kalt und warm ist nicht gleich warm und feucht nicht gleich feucht. Und das hat was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Und das ist was, was man sich jetzt merken muss. Die Luftfeuchtigkeit ist ja relativ und das muss man im Hinterkopf haben, weil das ist der Knackpunkt. Taupunkt, Luftfeuchtigkeit und gefühlte Temperatur. Wenn sich jemand einmal ein bisschen mit Wetter oder Wetter-Apps ein bisschen interessiert oder Wetterberichte, dann ist immer recht schön. Der wird dann angezeigt, Temperatur meinetwegen, da steht dann, heute haben wir zwischen plus 5 und plus 8 Grad gefühlt minus 2 zum Beispiel. Dann denkt man sich, das minus 2 ist eigentlich das Entscheidende für uns. Das ist das Entscheidende, wie wir uns eigentlich kleiden sollten. Ja. Es kann auch zum Beispiel in den Alpen, Skifahrer kennen das bestimmt. Ich war ganz lange, also wirklich monatelang im Berchtesgaden unterwegs. Und da kennt man das. Man ist auf irgendeinem Berg, es hat minus 5 Grad, minus 10 Grad. Die Sonne scheint, es geht kein Lüftlein. Und man schwitzt im T-Shirt. Man denkt sich, lecker Miometer, ist das warm. Ja. Und das ist eben das Gefühlte. Und das ist das, was für uns eigentlich auch entscheidend ist. Weil das Gefühlte ist die Kombination aus dieser Luftfeuchtigkeit und dieser Temperatur. Ja? Aber was sind so die Vorteile von vernünftigem Klima in einer Bienenbeute? Und das ist wirklich so. Also Punkt 1, gesündere Bienen. Ja? Punkt 2, mehr Ertrag. Man hat mehr Ertrag. Und warum hat man mehr Ertrag? Weil die Bienen müssen sich weniger um das Ganze drumherum kümmern. Also die müssen weniger den Schimmel weg entfernen. Die müssen weniger entfeuchten. Die müssen einfach, man nimmt ihnen Arbeit ab. Ja? Und ich werde auch darauf eingehen, weil es immer heißt, Baumhöhle hin und her und wie auch immer, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann mit der Baumhöhle und an was es eigentlich scheitert und man kann diese Probleme sogar lösen. Weniger Winterverluste und das ist eigentlich auch ganz klar, weil die Bienen einfach vitaler sind. Ja? Weniger Krankheiten, aus dem Grund hat man ja auch weniger Verluste. Das Material hält einfach länger, weil es nicht ständig nass ist, weil es nicht gammelt, weil es nicht, ja. Und das ist ein großer Unterschied.
und das Wichtigste, eine bessere Lebenserwartung durch weniger Belastung der Tiere. Ja? Und da gibt es noch vieles mehr. Ja? Und hier habe ich mal ein kleines Beispiel. Das ist aus meinem Beruf her. Da habe ich einen Anruf erhalten und hat es geheißen, ob ich mal Zeit habe. Also haben sie bei der Firma angerufen und mal das anschauen. Bei ihnen regnet es rein. Es regnet rein. Oh. War so Übergangszeit. Ich weiß nicht mehr genau, was in Richtung Winter rein oder Richtung Winter raus. So viel ich weiß, war es sehr kalter Tag. Ja, aber klar, klarer Himmel. Also wirklich klarer Himmel. Keine einzige Wolke am Himmel. Haben wir schon gedacht, hä? Ja gut, da wird es wahrscheinlich die Tage irgendwann reingeregnet haben. Und dann haben wir gedacht, wo ist das? Ist ja gar nicht weit weg. Es hat seit Wochen nicht mehr geregnet. Okay, ich schaue mir das mal an. Könnte interessant werden. So, ja, die Frau hat darauf bestanden, ich soll mir das von außen anschauen. Ihre Schindeln sind da kaputt. Ich habe mir das angeschaut, habe da ein Bild davon gemacht und ja, das war drunter nass. Der Unterschied war, es hat halt immer noch nicht geregnet. Dann habe ich diese Frau darum gebeten, ob ich mir das Ganze mal von innen anschauen kann. Und bei ihr hat es an der Decke wirklich getropft, wie so eine Tropfsteinhöhle. Und das war der Tauwasserausfall. Und das war einfach der Grund, also das ist entstanden, weil die Dampfsperre gar nicht vorhanden war. Es war isoliert, also die haben da einfach isoliert, die zwischen die Sparen isoliert, aber keinerlei Folie, nichts dran. Und das Kondensat ist unter der Holzdecke kondensiert, danach gefroren. Und wie es ein bisschen milder war und die Sonne auf das Dach gescheint hat, ist es getaut und hat dann innen das Tropfen angefangen. Insgesamt war da so eine Eisschicht drauf, also wirklich war gar nicht so lustig. Die hatten einen riesen Wasserschaden. Ja. Aber nur mal so ein kleiner Schwank. Ja. So, dann steht da. Und jetzt zu unserem größten Problem. Und Feuchtigkeit ist es Schimmel, wieso ist es so? Es ist schwierig, eine Lösung für alle zu finden. Genau. Und warum ist es schwierig für alle? Weil wir einfach verschiedene Klimazonen haben. Kleinklimazonen. Ist man in einem Bienenhaus? Ist man außerhalb vom Bienenhaus? Versteht ihr mich? Da gibt es eben so Unterschiede. Und deswegen mache ich ja das, dass ihr das vielleicht dann versteht. Ja? Und selbst entscheiden könnt, was ist zu tun. Ihr müsst es nur sehen, wo entsteht was, und ich sage euch, wie ihr das lösen könnt. Ja? Das ist nämlich das Gleiche, ist nämlich überall das Gleiche, ob das bei den Bienen oder bei uns im Haus ist. So, das kennt doch bestimmt jeder von euch. Ja? Das kennt jeder von euch. Und was ist das Problem? Also wenn ich mal so in die Runde fragen würde und frage, was ist das Problem, dann heißt ja, Feuchtigkeit. Das ist die Feuchtigkeit. Links zum Beispiel ist der klassische Auslöser von zu gut gedämmt und rechts ist das zu schlecht gedämmt. So, warum ist das so? Und da kommen wir gleich drauf mit der Ecke, sieht man es gleich. Links ist sehr, da ist ein neues Fenster gesetzt worden. Also vorher war das alte Fenster drin, da war alles tippitoppi, dann ist ein neues Fenster eingebaut worden und das Fenster war von der Dämmung her besser wie die Wand. Kleiner Hinweis von mir, und das ist, als da spricht der Zimmerermeister in mir und Energieberatungszeugs, ja, wir sind ja hier nicht zum Titel rühmen. Wenn ihr euch neue Fenster einbauen lasst, dann schaut, dass ihr der Fensterbauer hat euch normalerweise auch ein Lüftungskonzept vorzulegen. Und auch, oder bei zumindest ein Glaserdiagramm, wo das mal berechnet worden ist, euer Fenster darf niemals besser sein wie die Wand. Niemals. Weil am Glas, wenn das kondensiert, das kennt jeder, früher hat es am Glas, hat es beschlagen, das kommt man wegwischen, alles ist gut. Glas kann man reinigen, schimmelt auch nicht und gut ist. Wenn es an der Wand kondensiert, ist schwierig. Die Wand nimmt das Wasser auf, hat eine höhere Dichte durch das mehr Wasser und hat dadurch noch einen schlechteren Dämmwert und dann kondensiert noch mehr und dann ist es wie so ein Teufelskreislauf und dann haben wir hier den Schimmel. Wegen dieser Ecke, die man hier rechts sieht, da kommen wir gleich drauf. Das erkläre ich euch gleich, wieso das so ist. Ja? So, wenn jetzt ich jemand frage, wieso schimmelt es in deiner Beute, kriege ich immer, da steht eigentlich immer das Gleiche. Ja, ich habe es damit dazu geschrieben.
du musst noch besser dämmen, Boden ist auf oder zu. Also egal, wie ich das an Imker sage, hey, du, mein Boden ist offen, jetzt schimmelt es so, kriegt die andere, ja logisch, du musst den Boden zumachen, dass sie die Wärme hält und dann schimmelt es nicht mehr. Sage ich aber jetzt vorher, im Vornherein, auch zum selben Imker, hey du, mein Boden, mein Wabe schimmelt, was soll ich tun? Und er fragt mich und ich sage, ja, der Boden ist zu. Ja, logisch, da muss er aufmachen, dass das lüftet. Ja, also, ihr seht, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und es kommt immer der Klassiker, das Volk hat zu viel Platz. Ja, es nimmt zu viel Platz. Das Volk hat im Prinzip nimmt so viel Platz ein und die Beute ist zu groß. Und aus dem Grund sieht es so aus. Ich sage euch, nein, das ist nicht so. Ja? Das ist wirklich nicht so. Das ist, also ich sag, einigen wir uns mal auf Jein, okay? Ich will ja nicht jetzt hier, ja. So, dann, wenn ich einen diese Bilder zeige, von der, das ist eine Mini Plus, eine Futterzeige, kriege ich ja immer dieselbe Antwort, ja, ist logisch, jupp, ja. Dass das so aussieht, ja. Das ist ja das Perfekte, wo es schimmelt, bei einer Mini Plus. Man hat oben den Aufbau drauf, da zieht die warme, feuchte Luft hoch, läuft darüber, im Prinzip kühlt ab, fällt in diese Wanne, kondensiert und man hat das perfekte Mikroklima für Schimmel. Ich sage euch eins, dieser Schwarzschimmel wird in der Imkerei meines Erachtens zu viel ignoriert. Also er wird einfach nicht erwähnt, er will auch nicht, das heißt immer, es ist egal. Also ich sage euch eins, der Schwarzschimmel ist alles andere wie lustig und man muss sich im Klaren sein, dass sich diese Schimmelsporen, man hat immer Schimmelsporen in der Luft, ja, aber wenn man sowas hat in Bienenbeuten, vor allem wir erzeugen auch ein Lebensmittel, ja, ist das jetzt meines Erachtens, ich finde es jetzt nicht so gut. Man sagt immer, die Biene macht es nichts aus. Ich sage jein. Und warum stört es den Menschen nicht? Weil er einfach, weil die Bienen gar nicht so lange leben, dass es für sie ein Problem darstellt. Also im Sommer oder in den Übergangszeiten. Aber im Winter, wenn ich Völker vergleiche, wo so aussieht, zu Völker vergleiche, wo ich das angepasst habe. Und das habe ich eigentlich vor bei allen Völkern. Das waren Völker, wo ich das Ex bewusst im Prinzip so gelassen habe, so wie es standardmäßig angeboten wird, merkt man definitiv bei Völkern mit so hohem Schwarzschimmel, egal wo, erhöhter Totenfall im Winter, kennt man definitiv. Ja. So, ich muss es jetzt mal hier ein bisschen größer machen. Ich sehe nicht mehr so gut. So, und dann ist ja die nächste Frage, wenn ich immer frage, an was es liegt, sagt mir jeder, ja logisch, und sagt mir 100.000 Problemlösungen, warum so ist. Und ich frage, und das steht auch da, wieso, wenn das so logisch ist, wieso man das Problem nicht eher löst? Ist man zu faul oder hat man keinen Bock drauf oder sind einem die Tiere wirklich egal? Ja? So, jetzt muss ich mal hier, jetzt. Halt mal, ihr seht das hier, Jetzt bauen wir uns mal eine Beute. Okay, und jetzt, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, gut zuhören, weil das ist relativ, das ist eigentlich das Grundprinzip von allen Übel, das wir haben. Ja? Also, Tauwasser entsteht immer da, wo warme, gesättigte Luft auf kalte trifft oder so stark abgekühlt wird, dass auskondensieren und sich die Feucht an der Oberfläche abschlägt. So, und jetzt bauen wir uns mal eine Beute. Okay, also wir haben hier mal einmal eine Beute, das ist unsere Beute. Ob die jetzt rund ist oder viereckig, bei rund werden wir jetzt gleich, man versteht dann, warum das rund unter Umständen kein so großes Problem darstellt, wie viereckig. Ja? Nur mal, dass man vielleicht das Problem auch versteht, wieso Baum, wieso, nur dass man das weiß. Und dann, ich zeige euch eine Lösung, wie ihr aus eurer viereckigen Kiste im Prinzip einen runden Baum macht, obwohl es viereckig ist. Ja, und das ist nicht von mir, sondern dieses Wissen ist uralt, ist wirklich, da haben im Prinzip so ab dem Zeitpunkt, wo die Menschheit Häuser gebaut hat mit Fenster oder wo verschlagen waren,
haben die das relativ schnell schon so umgesetzt. Also, ja. So, jetzt haben wir unsere Energiequelle, das sind unsere Bienen. Unsere Bienen sind warm und außen, wie man hier sieht, ist es kalt. So, dieses blaue Viereck, ja, ich warte mal, dass ihr das auch schön seht, ja, dieses blaue Viereck über mir hier, das stellt die kalte Außenluft dar, die ja über diese gesamte Kaltfront, was kann man hier, einen Stift nutzen, einen Laserpointer, oh ja, man kann das. Also seht ihr das, den roten Punkt, also diese blaue Fläche ist das, was von außen auf unsere Beute einwirkt. Ja? Also es ist ja immer Energiegleichheit, innen ist wie außen, beide wollen gleich stark sein. Also es will sich ausgleichen. Also wenn's, und das Warme geht immer zum Kalten, nicht umgedreht. Wenn es bei euch im Winter schön warm innen drin ist und ihr macht das Fenster auf, dann geht es nicht kalt rein, ist jetzt ein bisschen blöd sozusagen, aber es ist wirklich so, sondern es geht warm raus. Okay, das muss man sich wirklich wissen. Wasser fließt ja auch nach unten. Eine volle Batterie geht in die Leere und nicht umgedreht. Ja, die Leere nicht in die volle. Das ist immer das Gleiche. Ja. So. Und jetzt sieht man schon mal so einen kleinen Punkt. Wenn man das jetzt mal vergleicht, ist jetzt schon ein bisschen unfair im Prinzip der Vergleich. Man sieht jetzt das Blaue und man sieht das Rote. Ja, dieses Blaue hat ja viel, wenn wir nur eine Seite mal betrachten, ist ja dieses Blaue eine viel größere Fläche und längere und breitere Fläche wie das hier. Ja? Sprich, wir müssen, wenn wir jetzt hier in der Mitte den Taupunkt gleich halten wollten, also hier in der Mitte, müssen wir hier innen viel mehr wärmen, wie wir hier außen kühlen. Okay? Und prozentual gesehen genau diese Fläche hier. Und das ist unsere Differenz, diese Vierecken. Bei jeder Beute. Ja? Und hier sieht man es, da wo ich den Pfeil gemacht habe. Und wenn man jetzt mal schaut, ich gehe gleich eins weiter, jetzt sieht man es. Und da entsteht jetzt unser Schimmel, beziehungsweise da entsteht unser Wasser, unsere Feuchtigkeit. Weil wenn man jetzt das Schwarze hier, dieses Schwarze hier, das ist unser Kälte. Seht ihr das? Das ist unsere Kälte. Ja? Hier überall. Und die trifft nur, also wenn man auf diesen einen kleinen Punkt hier, diese Ecke. Und jetzt sind wir bei unserem Haus, was ich gerade gesagt habe, das ist zu schlecht isoliert. Jetzt sind wir bei unserem Haus, warum schimmelt es in der Ecke? Ja, genau aus diesem Grund. Weil wir hier eine sehr große, also bei einer Hauswand, wenn man das jetzt vergleicht, hat man so eine Fläche, die gekühlt wird und die trifft auf so eine Fläche, die erwärmt wird. Und da ist eigentlich logisch, dass diese eine Kante eigentlich keine Chance hat. Ja? Ja, keine Chance. Da kommen wir später drauf. Man kann das dann so überisolieren. Also da, wo ich jetzt wo die Pfeile sind, da kann man außen so Dämmstreifen, nicht über die ganze Fläche, sondern nur an den Gebäudeecken, werden so überdämmt. Man kennt es, wenn man schaut, alte Schlösser, alte Häuser, die hatten das früher schon, die haben dann auf der Seite so einen Streifen überdämmt. Also die, wo etwas wohlhabender waren, die haben das natürlich gemacht und das hatte natürlich auch noch ein bisschen so einen Säulencharakter. Schaut's mal, ja, wir haben's. Ja. In Wirklichkeit war das einfach nur, um das Problem zu lösen, dass da drinnen die Bude wegschimmelt. Ja. Nur das war das Einzige. Okay? Ich hoffe, ihr seid bis hier noch da. Ich schaue mal ganz kurz in den Chat. Ja? Kein Problem, ein kompaktes Bienen im Propolis-Habitat zeigt. Okay, Sleepers, abwarten. Wart mal ab. Man kann auch die Augen immer verschließen und kann. Aber ist egal. So. Okay, ich hoffe, das haben wir jetzt alle, das haben wir verstanden. Es ist gar nicht so schwierig zu verstehen. So, sehr große Fläche. Und was ist unser Resultat daraus? Wasser. Kein Schimmel, sondern Wasser. Okay? So,
Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wenn wir uns jetzt mal überlegen, dieses Phänomen von diesem Aufbau, ist es materialabhängig oder ist es nicht materialabhängig? Dann werden wir feststellen, nein, es ist nicht materialabhängig. Es ist egal, ob das jetzt Holz ist, ob das Styropor ist, ob das Glas ist, es ist egal, welches Material das ist. Wir haben dieses Problem immer bei eckigen Kisten. Alles, was eine Ecke hat, hat dieses Problem. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wieso es immer wieder heißt, das Volk hat zu viel Platz. Ja, hat es jetzt zu viel Platz oder ist die Kiste scheiße konzipiert? Mal so salopp gesagt. Ich würde sagen, die Kiste ist nicht optimal. Wäre die Kiste optimal, wäre der Platz nämlich egal. Oh, das reimt sich sogar. Weil wenn man jetzt mal auf unsere Baumhöhlen zurückgehen, da kommt jetzt dann auch gleich noch was, dann ist ja die Baumhöhle auch nicht so, dass sich die Baumhöhle der Kiste im Prinzip anpasst. Und deswegen schimmelt es nicht. Nö, das hat andere Gründe. Und das hat auch andere Gründe wie das Propolisieren. Das Propolisieren, ja, das hat was, das hat was Desinfizierendes zu tun, aber ich kann euch sagen, aus Erfahrung und wirklich aus zig Jahren Erfahrung, aus dem, weil das ist eigentlich das, was mich angetrieben hat, warum ich so viele Wagen gebaut habe, warum ich so viele Sensoren habe, wieso ich so viele Kameras verbaut habe, wieso ich da so rumgetüftelt habe, weil mich genau das interessiert hat. Und warum? Das ist auch mein Beruf. Ja, diese Probleme löse ich in meinem Beruf. Und wenn ich die damals, zu der damaligen Zeit, 15 Jahre schon in meinem Beruf gelöst habe, diese Probleme, ja, dann kann ich es in der Imkerei auch. So. Und ich muss euch sagen, das funktioniert. Das funktioniert tadellos. Und ich war ein bisschen verwundert, wieso es da noch nie was gegeben hat, warum sie da noch nie jemand Gedanken drüber gemacht hat und warum das da anscheinend alle ein bisschen blind durch die Gegend laufen. Halt, falsche Richtung. So. Jetzt, wo sind die Denkfehler? Holz atmet, Styropor dämmt so gut, dass kein Schimmel entsteht. Ja, dann Energie, was haben wir noch? Viertens, Energiefluss, Energiespeicher, Energiedämmung. Das sind die Punkte, wo ich mal ansprechen will, weil das wird alles verallgemeinert. Man sagt aber Dämmung, aber es ist ein großer Teil Unterschied. Reden wir jetzt von Dämmung oder reden wir von Isolierung? Reden wir von Abschottung? Reden wir von Luftdicht? Reden wir von atmungsaktiv. Das ist ein ganz großer Unterschied. Hirnholz oder Längsholz, Kernholz, Leimholz, eingeölt oder gestrichen. Ja, ist auch ein ganz großer Unterschied. Gigantisch große Unterschiede. Und die werden auch immer schön ignoriert, komischerweise. Nicht von allen, muss man sagen, nicht von allen. Aber ich finde es ein bisschen traurig, weil es gibt da draußen ein paar, gibt's, die sich da Gedanken machen und da dagegen arbeiten. Und das Lustige ist, erfolgreich das ganze Problem lösen, werden aber belächelt, obwohl sie eigentlich recht haben. Bloß sie sind in der Minderheit und in der Minderheit ist halt schon immer so ein schwieriges Thema. Ja? So. Jetzt gehen wir erstmal auf das Holzatmen ein. Holz verliert seine Fähigkeit zu atmen, sobald man es streicht, verleimt, beschichtet, einölt oder und so weiter. Also, wenn ihr Platten habt, Leimholzplatten, Schichtholzplatten, egal welche, wie dick die nur sind, wenn die einmal verleimt sind, ist es vorbei mit dem Atmen. Dann habt ihr im Prinzip zwar Oberflächen, die kurzzeitig einen kleinen Teil Wasser aufnehmen können und wieder abgeben können, aber so die richtige Eigenschaft ist eigentlich schon weg. Ja? Beim Einölen, wie Leinölfirnis oder so, da können wir jetzt, das ist jetzt ein Streitthema. Das ist jetzt wirklich ein Streitthema, aber ich sage, das ist so dicht danach, dass also alles, was SD-Wert über 0,3, 0,4 ist, ist viel zu viel für uns. Also über 1 oder 2 Meter, also nicht 0, nochmal von vorn cut. Der SD-Wert zwischen 0,1 und 0,3 wäre optimal für uns. Und alles, was über 1 und drüber hinaus ist Katastrophe für uns und das muss man wissen. Und was heißt SD-Wert? Gehen wir kurz darauf ein. SD-Wert heißt, das ist jetzt blöd zum Vorstellen, wenn man jetzt stehende Luft hat, also kein Luftwirbel, gar nichts, und man hat jetzt einen SD-Wert von 0,2 Meter, das sind 20 Zentimeter so.
20 cm. Und wenn jetzt hier ein Wassermolekül ist, wie viel Widerstand hat es durch die Luft zu dringen, die sich nicht bewegt, um unten wieder rauszukommen, durch diese Schicht? Das sind 0,2 Meter ist die Wert. Und wenn man jetzt eine Folie kauft mit 10 Meter und so weiter, eine Standardfolie hat, eine normale Folie hat irgendwas 50, 100 Meter. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, euer Wasserdampf muss dann durch 100 Meter Atmosphäre. Schwieriges Thema. Also da, es ist dicht, okay? Das ist einfach dicht, man würde ersticken. Die größte Fähigkeit, Feuchtigkeit abzusondern, hat das Holz über das Hirnholz, nicht über das, über die normale Fläche. Also ich habe es hier auch eingezeichnet. Hirnholz ist das hier. Ja? Wenn man drauf schaut, das ist das Hirnholz. Das andere ist das Längsholz. Und der Hauptteil, um Feuchtigkeit weiterzugeben, also diese Seite hier kann Feuchtigkeit aufnehmen und gibt es in der Regel wieder nach innen ab. Also in dieselbe Richtung wieder ab. Also von hier nach hier. Es geht nicht durch. Sehr, sehr, sehr langsam und sehr, sehr gering ist das, was die Feuchtigkeit durchlässt. So, das Hirnholz hat einen ganz anderen Effekt. Das Hirnholz sind wie kleine Strohhalme. Hirnholz kann wirklich Tauwasser aufnehmen, über die Kapillarwirkung wegsaugen und es ist weg. Ja, es zieht es wirklich weg und da geht richtig was. Ja, da reden wir von unter Umständen gläserweise. Ja. Aber wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen überlegen, wo haben wir bei unseren Beuten Hirnholz? In der Baumhöhle haben wir es. Haben wir es oben, haben wir es unten. Die Seiten regulieren. Ja, die regulieren. Und nach oben und unten haben wir das. Okay, nur mal so im Hinterkopf halten. Da, ich habe es ja hergeschrieben, im herkömmlichen Beutenbau gibt es kein Hirnholz. Und das ist auch ganz klar, warum es es nicht gibt, weil das wäre einfach vom Arbeitsaufwand her katastrophal und von der Haltbarkeit her auch schwierig, weil es so wie sie jetzt hier die Risse, das würde einfach zerfallen. Ja, das würde nicht stabil halten. Ja. So, und jetzt kommen wir zu, Styropor ist besser wie Holz. Und ich sage nein. Ich sage ganz klar nein. Und ihr werdet ja gleich sehen, warum ich nein sage, weil die meisten sagen, reden immer von Isolierung und es ist teilweise katastrophal. Wir benötigen für unsere Bienen ein Material, das Energie speichert, gleichmäßig abgibt und starke Temperaturschwankungen zu vermeiden. Haben wir hier aufgeschrieben. Böden und Deckel in der Lage sind, Feuchtigkeit zu speichern und überschüssiges Wasser abzuführen. Das sind alles Dinge, das Styropor nicht wirklich kann. Genau. Und warum? Wo ist bei Styropor das Problem? Also ich kann euch gleich, wir werden gleich darauf einkommen, was die perfekte Lösung wäre, was aber doch irgendwie nicht so ganz ist. Und nachhaltige Belastung ist für mich auch was, wo ich sage, Styropor ist für mich, deswegen werde ich in meiner Imkerei Styropor immer weiter verdrängen im Prinzip. Ich werde sogar meine Mini Plus jetzt alles selbst bauen, aus Holz, ja, weil ich will weg. Ja, ich will weg. Auch hauptsächlich auch wegen den Problemen, dass es bei mir hier am Stand macht. Ich sage es ganz explizit, bei mir hier, es gibt Ecken, da funktioniert es tadellos und ich will auch niemanden verurteilen oder sonstiges, aber ich persönlich, ich will es halt einfach für mich nicht, okay? So, dann das nächste Problem bei der, beim Styropor ist der Abrieb, Mikroplastik. Ja, wenn man das mal so anschaut, Mikroplastik ist wirklich little bit Katastrophe. Und woher weiß ich das? Das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt, dieses Thema. Hier steht mein Mikroskop, ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier steht mein Mikroskop von Presser. Ich habe vorher ja schon mit dem Mikroskop untersucht, mit dem kleinen da unten. War optimal für die Pollen oder so, aber mit dem hier geht es noch ein bisschen genauer. Und das Beste ist, die farbliche Darstellung ist halt wirklich in echt. Also ich sehe, wenn da grüne Farbpigmente sind, dann sehe ich das. Rote und blaue und wie auch immer. Und das Erschreckende war in Beuten. Und wirklich, das war, und ich will euch das nur mal sagen, vielleicht kannst du ein bisschen dagegen steuern, dass der Abrieb wird unterschätzt. Also ich habe den Honig, den ich untersucht habe, wirklich zu den Beuten zuordnen können von den verschiedenen Leuten vom Flugloch, da wo das Flugloch gestrichen war. Und jetzt bitte festhalten, das nicht nur bei den Styropor, beim Styropor war nur ein bisschen Abrieb vom Styropor dabei, auch bei den Holzbeuten, wenn das Flugloch mit Lack gestrichen war oder mit Deckfarben. Ja? Also sobald Abrieb da ist,
habe ich das auch im Honig gefunden. Und das finde ich zum Beispiel, seitdem ich das weiß, vorher hat es mir nicht gestört. Ja, jetzt weiß es. Jetzt stört es mir. So, und jetzt haben wir hier ein kleines Beispiel, dass man das vielleicht ein bisschen sich vorstellen kann. Nichts als heiße Luft. Was ist Dämmung und was wird gespeichert? Dass ihr ein bisschen eine Vorstellungskraft habt, was wird gespeichert. Um mal zurückzugehen, eine Styroporbeute heißt immer, die dämmt. Schwierig. Unsere Bienen brauchen eine Beute, dass wir das vielleicht ein bisschen ausführlicher geben. Das Wichtigste ist eigentlich, das hier, starke Temperaturschwankungen müssen abgepuffert werden. Und das schreibt euch mal bitte auf, wenn es wollt. Schreibt euch das auf, weil es sind so Punkte, die wirklich wichtig sind. Ich sollte vielleicht bei der Präsentation, bei der zweiten, dann mal ein bisschen sowas hervorheben. Temperaturschwankungen abpuffern, also eine homogenere Temperaturverlauf hinzukriegen. Und was ist Dämmung und was ist was wird gespeichert? Wenn man sich jetzt mal sagt, man hat jetzt so eine Kühlbox, die kennt jeder, und deswegen glaube ich, haben viele das so im Kopf, wo sagen, oh, in die Kühlbox, so eine Styroporbeute, die dämmt so gut, weil das ist ja wie eine Kühlbox und da haben sie Bienen schön warm drin und das speichert es ja. Nein, das speichert gar nichts. Was hat die Kühlbox für einen Vorteil? Man schließt die Kühlbox ist luftdicht und durch das, dass die keinen Energiefluss hat, okay? Keinen Energiefluss durch die hohe Porigkeit, durch die viele Lufteinschlüsse im Prinzip, durch das viele Nichts, ist die Energieleitfähigkeit beim Styropor sehr, sehr gering und aus dem Grund leitet es nicht weiter. Aber, das hat einen ganz großen Aber. Wenn da Luft zirkulieren kann, bringt es eigentlich gar nichts. Dann ist es einfach nur eine Plastikhülle. Weil, wenn da Luft durchzirkuliert, ja, und so als Beispiel, wenn man einen 60 Quadratmeter Raum hat, also wir sprechen jetzt nicht von einer Bienenbeute, sondern von einem 60 Quadratmeter Raum. Und wir haben ein Loch in dieser Hülle, die so groß ist wie ein Schlüsselloch. Dann tauscht sich die Luft darin 3 bis 4 Mal aus. In einer Stunde. 3 bis 4 Mal tauscht sich die gesamte Luft aus über das Schlüsselloch. Okay? Das muss man sich mal, und jetzt denken wir mal an unsere Bienenbeute, an den halben Quadratmeter und an den Gitterboden, Flugloch. Ja, schwieriges Thema. Da ist nicht viel. Das Einzige, was da der Vorteil ist am Styropor, das ist oben so ein bisschen Wärmeglockeneffekt, aber hat auch den Nachteil, dass so eine Wärmeglocke immer einen großen Nachteil hat, hat auf halber Höhe sehr hohen Tauwasserausfall. Und wer Styroporbeuten hat, oder mit geschlossenem Boden oder offenem Boden, ist egal, hauptsächlich bei den geschlossenen Böden, da achtet mal in den Übergangszeiten auf die Fluglöcher, da läuft das Wasser aus dem Flugloch raus. Also da ist so nass drin, dass das Wasser rausläuft, richtig rausläuft. Ja? Und das hat was mit dem Wärmeglockeneffekt zu tun und das ist das, was wir eigentlich verhindern wollen. Ja? Dann haben wir hier so Holzscheit, das soll Masse darstellen, schwer, das speichert. Das speichert, wenn ich jetzt mir eine Garage oder ein Raum, ich baue mir jetzt einen Raum aus Styropor und den gleichen Raum aus Holz und ich heize beides auf 40 Grad und ich mache dann das Tor vorne auf, draußen hat es 0 Grad und mache nach 10 Minuten das Tor wieder zu. Dann werden wir feststellen, dass bei dem kompletten Styroporraum innen drin wahrscheinlich hat es noch, wenn wir Glück haben, 2 Grad. Ja? Weil da ist halt auch keine Wärme gespeichert und beim Holz werden wir wahrscheinlich innen drin wird die Temperatur schon sehr schnell wieder steigen, weil das Holz immer noch die Wärme abgibt. Ja? Und das ist so, was wir eigentlich brauchen, langsam. Wir brauchen aber eigentlich eine Kombination aus Holz und dem Styropor. Das ist eigentlich ganz eine gute, beim Baumstamm ist es oftmals so, das ist die Kombination aus Rinde, Borke und Splintholz, ja,
Außen sehr gute Isolierung, porig, offen. Ja, das würde unser Styropor darstellen. Und innen die Masse würde das Holz hier vor. Nur, dass man das mal so ein bisschen zuordnen kann. Ja. Und ich finde es aber recht lustig, wenn es heißt, Styropor speichert so gut Energie. Da wäre ich fast, da kriege ich fast Puls. Also, wenn Styropor so gut Energie speichert, dann frage ich mich wirklich, wieso mir Wärmflaschen mit Wasser füllen und nicht mit Styropor. Ja, wer kennt es nicht? So einen schönen kleinen Styroporwürfel warm machen im Ofen und dann nimmt man sich mit ins Bett, der hält schön lange warm. Nee, tut er nicht. Den nimmst du raus und dann ist er wieder kalt. Der hat genau sofort die Umgebungstemperatur, weil keine Masse da ist. Und das muss man wissen. Das muss man wirklich wissen. Dann versteht man es, okay? So, jetzt mal einen Schluck trinken. Ja? So, jetzt steht es auch. Ja? Das liegt also nicht am Material. Die Kombination aus verschiedenen Umständen sind das Problem oder auch nicht. Jeder muss sich an seinen Standort anpassen und das ist das Schwierigste im Imkerei. Das ist wirklich das Schwierigste im Imkerei und nicht nur mit der Dämmung, sondern allgemein an der Imkerei. Dass man versteht, dass das bei jedem anders ist. Dass es wirklich bei jedem anders ist und jeder muss die Probleme erkennen. Und deswegen ist Imker nach einem System für den Staat natürlich ratsam und funktioniert auch. Aber auf Dauer sollte jeder seinen Weg selbst finden. Und sollte ja auch nicht vor anderen groß da. Man sollte natürlich immer, man sollte sich keine Scheuklappen aufsetzen. Man sollte immer nach links und rechts schauen. Aber das oberste Priorität ist gesunde, vitale Bienen. Das ist die oberste Priorität. Und wenn man das schafft, dann bleibt es dabei. Okay? Außer, was man nie vergessen darf, das Bessere ist der natürliche Feind vom Guten. Ja? Immer schauen, dass man noch optimiert. Immer noch ein bisschen was rauskitzeln. Ja? So. Und jetzt steht hier auch, es ist immer das Gleiche, der Schichtaufbau. Jetzt haben wir mal ein Haus. Ich habe einmal mal so ein Haus, dass man das ein bisschen sich vorstellen kann. Haus haben wir die Dachziegel, hohe Masse. Dann haben wir in der Mitte hier hohe Masse, die Dachziegel. Dann haben wir hier eine Dämmung, die wie unser Styropor ist. Ob das Holzfaser ist oder egal was, die halt sehr fluffig ist, die speichert. Dann geht es nach innen wieder mit einem Material, das wärmespeichernd ist. Und dann haben wir wieder ein Material, was relativ hart ist. Und mit solchen Dachaufbauten erreicht man zum Beispiel ein extrem exzellentes Raumklima. Egal, ob es jetzt draußen extrem heiß ist oder hier drin eiskalt. Und wer das nicht glaubt, der kommt im Sommer zu mir, der darf mich besuchen. Kein Problem, wer das nicht glaubt. Wir haben hier ein Haus, da habe ich das Dach einmal neu gemacht mit einfach energetisch sinnvollen Aktionen. Nicht was die ENIV sagt oder sonstiges, sondern was die Physik sagt, ja, und was das Wissen sagt von Jahrhunderten. Und da drüben ist standardmäßig isoliert mit Mineralwolle und. Und dann kommt man mal im Sommer zu mir, wenn es draußen richtig heiß ist, dann stellt man fest, hier wo ich hier sitze, da denkt man, man ist im Keller, ja, die ist schön kühl und im Winter schön warm, nachts schön warm und im Winter ist auch hier schön warm und drüben ist es halt, es puffert eine Zeit lang und irgendwann geht es halt dann los, dann wird es da drüben auch warm. Also wir kühlen im Prinzip das drübere Haus mit diesem Haus, kühle ich das ab. Und seitdem ist es eigentlich geht's. Also könnt ihr die Regie auch fragen. Die kann euch das bestimmt im Chat auch bestätigen. Also ich hoffe zumindest. Aber ja. So. Dann gehen wir weiter. Jetzt wird's heiß. Was wissen wir jetzt? Styropor ist nicht besser, sondern anders. Holz ist nicht schlechter. Feuchtigkeit entsteht bei Dämmungsungleichheit. Wissen wir, wenn die Dämmung nicht gleich ist, dann entsteht da Feuchtigkeit und wir brauchen eine Beute, die Dämmung speichert. So, und die dämmt und speichert. Und das Speichern hat einen natürlichen Aufbau und das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Die Folie ist vom Schaubild Torben Schiffer, da ist auch der Link dabei. Und da habe ich jetzt auch drüber geschrieben, leider nicht ganz fertig gedacht, weil ich das wirklich leider finde. Der hat das richtig schön berechnet. Und das stimmt sogar. Die Berechnungen stimmen. Da kann man
überhaupt nichts meckern. Ihr könnt euch das mal anschauen. Holz ist bis zum Erreichen Fasersättigungshygroskop-Hydrophil und nimmt daher Luftfeuchtigkeit auf, die sie kondensiert in den Fasern. Und deswegen haben wir keine Feuchtigkeit, weil dieses Hirnholz, diese Fasern nehmen über das Hirnholz die Feuchtigkeit auf und das geht weg. Übrigens, Propolis hat einen SD-Wert von 0,15 bis 0,3, ja, so circa. Wenn es mich jetzt jemand fragt, Jupp, wie hast du das rausbekommen? Ich habe einen netten Freund, der hat mir sowas mal testen können. Das kann man mit Maschinen. Das ist ein Würfel, da werden Folien eingespannt und dann wird ein Unterdruck erzeugt und so weiter. Also, ja, und wenn man da so ein Gitter nimmt und lässt es von Bienen komplett propolisieren, ja, dann ist das wirklich komplett eine geschlossene Propolis-Schicht und lasst man da so mal das anschauen, dann stellt man fest, das hat den SD-Wert. Und das ist auch, wenn ihr euch erinnert, der SD-Wert von der Folie, die ich seit Jahren verwende. Ja. So, und wo war jetzt aber hier der Denkfehler? Der Denkfehler ist, wenn man das jetzt mal so anschaut, hier sieht man das richtig schön, hier unten hat man, und so ist es in der Baumhöhle wirklich, ja, die Tiere arbeiten sich nach oben raus, hier unten fault es raus durch Feuchtigkeit über die Jahre und dann hat man halt hier einfach so eine Baumhöhle, so eine klassische. Ja. So, hier unten fällt die kalte Luft, fällt hier nach unten und bleibt hier unten. Ja, ist das okay? Dann haben wir hier oben unseren Wärmesack, aber unser Hirnholz saugt das weg und die Masse, die unsere Wärme speichert und deswegen ist es, haben die Bienen immer über sich das Futter, weil die Wärme, die Abwärme von einem Bienenvolk, und ja, ich weiß, ein Bienenvolk heizt nur sich selbst, also nur die Kugel und nicht seinen Raum, und das stimmt, das ist aber, die nutzen trotzdem die natürliche Abwärme. Die natürliche Abwärme heizt dieses Futter auf. Dieses Futter hat einen sehr hohen Energiespeicher. Ja? Ist ein sehr hoher Energiespeicher und strahlt natürlich, wenn es jetzt so extreme Kälteeinbrüche gibt, diese Wärme natürlich auch wieder rück. Ja? Also gibt es wieder zurück. Okay? Also, sprich, wir brauchen schon so ein bisschen einen Wärmegluckeneffekt, aber dann müssen wir aber irgendwie schauen, dass wir die Feuchtigkeit wegkriegen. Und da kommen wir jetzt dann auch zum Schieden und so. Ich will nur, dass ihr versteht, warum manche Sachen funktionieren, wie sie funktionieren. Ich habe mir da jahrelang habe ich da rumgetüftelt, jahrelang, also wirklich, bis ich das dann so kapiert, also was heißt, ich habe es relativ schnell kapiert, aber ich habe es immer wieder nachkontrolliert und immer wieder nach. Und so ein Experiment muss halt auch reproduzierbar sein, also es muss öfters wiederholbar sein. Das geht. So, jetzt, ich habe mir hier extra aufgeschrieben, 2,57 Meter. Ja, was hat das mit die 2,57 Meter zu tun? Und das ist jetzt dieser kleine Rechenfehler. Es werden oft Baumhöhlen nachgebaut und angeboten, weil es ja gut ist. Wäre es ja auch, wenn hier ab hier oben, da nach oben, noch 2,57 Meter Baum dran wären. Oder halt die Äste, ein normaler Baum, wenn das noch dran wäre. Und warum 2,57 Meter? Weil, und auch unten 2,57 Meter. Warum ist es so? Weil 2,57 Meter erforderlich sind, um die Feuchtigkeit, die aus der Luft kondensieren, abzuführen, ohne dass weitere Fäulnis gibt, weil, man muss es bedenken, das wird völlig unterschätzt. Jetzt stellt euch mal vor, unsere Beuten wären so wie so ein Baum, der da oben ab ist und ein Deckel. Dann wäre es da oben ja nass. Was wird da passieren? Das wird wegfaulen und wäre kaputt. Es wird wegfaulen und wird in sich zusammenfallen. Ja? Ist nicht so die ideale Art. Und die Natur hat uns eigentlich da die Lösung geboten, bloß wir wollen sie nicht sehen. Beziehungsweise es lässt sich schlecht verkaufen, wenn man jetzt sagt, ich habe hier eine Beute für dich, die ist dann 6 Meter hoch. 2,57 Meter nach unten, also meinetwegen auch 2,50 Meter oder 2 Meter nach unten, also ich habe mir aufgeschrieben 2 Meter nach unten und 2,57 Meter nach oben. So, dann haben wir 2 Meter nach unten, 2,57 Meter nach oben, dann haben wir 4,57 Meter plus uns noch einen halben Meter für die Bienen oder so, dann sind wir bei 5 Meter Beute. Dann funktioniert das.
dann haben wir kein Feuchtigkeitsproblem. Ist nur schwierig zum Imkern. Aber gut, ist ein anderes Thema. So, und jetzt sind wir hier. Ja? Es gibt ja ganz viele verschiedene Systeme. Und da müsst ihr jetzt aufpassen. Da sind nämlich auch ein paar dabei, da wo das System an sich gar nicht schlecht ist, aber wo Aussagen getätigt werden, die ein bisschen schwierig sind. Ja? Die einfach nicht stimmen. Die einfach katastrophal sind. Also, wir müssen unterscheiden, Bienenbehausung oder Klima, müsste jetzt da jetzt kommen, genau. Bienenbehausung oder Klima. So, was ist was und was gehört wie hin? Also, die Bienenbehausung ist das Klima und dann haben wir einmal Bienenvolk und Bedürfnisse. Die beiden Sachen, da muss man schauen, da wir die ein bisschen unter den Hut kriegen. So, Unterscheidung ist Klima indirekte Wirkung. Also, wie kann man ein Klima indirekt bewirken? Über Flugloch, Klimadeckel, Beutenboden, auf oder zu, Abstand zum Boden, Bodeneffekt. Also, je nachdem, wenn ihr eine Beute, zum Beispiel, es war recht lustig, also, wenn ihr jetzt seht, Beutenboden, auf, zu, Abstand zum Boden. Wenn ich jetzt schaue, Kalifornien, Mandelblüten und, oder allgemein südländisch sehr, sehr warm. Die haben zum Teil die Beuten direkt am Boden stehen. Direkt am Boden und die haben da auch überhaupt keine Probleme und alles ist gut. Ja, warum ist es so? Und warum, wenn wir das machen, gammelt es weg? Ganz einfach, weil die nutzen den Bodeneffekt. Weil Boden, der Schatten hat, wird niemals so warm wie Boden, der Sonne hat. Und ein schattiger Boden wird niemals so viel Wärme abstrahlen wie ein sonnenbestrahlener. Also wo Energie einwirken kann. Sprich, wenn wir jetzt einen Stand haben, wie jetzt bei mir hier am Südhang, bei mir ist es so, wenn die Sonne aufgeht, dass der Boden meine Beuten wärmt. Wenn ich aber jetzt hier am Südhang die tiefer mache, und glaubst du was, ich habe das ausprobiert, wenn ich jetzt meinen Beutenbock um 20 cm tiefer mache, dann habe ich im unteren Bereich der Beuten massive Probleme mit Schimmel. Weil diese warmfeuchte Luft von unten aufsteigt und in die Beuten geht und darin kondensiert. Ganz schwieriges Thema. Aus dem Grund sind die Beutenböcke so, wie sie jetzt sind. Ganz einfach. Und wenn sich jemand an meine Easy B-Box, also an meinen, da wo die Easy B-Box jetzt steht, das war einer meiner Teststände, der war höher. Ich habe verschiedene auf verschiedenen Höhen gebaut. Schatten- und Sonnenseite. Hab die Fühler eingebaut im Boden, in der Luft, also dazwischen und in die Beute. Und habe geschaut, wie weit wirkt sich der Bodeneffekt aus auf meine Beuten. Bin ich jetzt in einem warmen, also in einem feuchten Klima Richtung Norden darauf, da ist das Schlimmste, was man machen kann, dass die Beuten auf einer Palette stehen am Boden. Was heißt das Schlimmste? Weil die gammeln einen regelrecht weg. Ja? Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo es heißt, ja, deswegen braucht man Styroporbeuten. Nee. Man bräuchte nur einen vernünftigen Beutenbock. Ganz klar meine Meinung, man bräuchte nur einen vernünftigen Beutenbock, dann hätte man auch das Problem nicht mit den gammelnden Böden. Ganz einfach. Weil, wenn man sich mal wenn man da mal zurückdenkt, viele sagen, ja, aber das stimmt nicht, die Feuchte ist in der Luft, dann frage ich mich, wieso die Heideimker in Körben geimkert haben und so ein Korb teilweise 100 Jahre und älter geworden ist. Schwieriges Thema, ich weiß. Aber da lag es daran, weil die einfach schöne, diese Unterstände, die sie gebaut haben, da hat zwar die Luft reingezogen, ja, und der Nebel, aber der Bodeneffekt war weg. Die haben die vom Boden ein bisschen weggehoben. Erstmal, weil es arbeitstechnisch leichter war und einfach vom Boden weg. Die waren nicht dumm. Das ist immer das, was ich immer ein bisschen traurig finde, dass viele glauben, dass die Leute von früher dumm waren. Nee. Ich würde sogar behaupten, die konnten mehr. Die brauchten kein Google. Ja. Die haben im Kopf, die haben ein Problem gesehen und wollten das Problem lösen. Ja. Und nicht lösen, indem dass sie weinend im Kreis laufen und nach Hilfe schreien, sondern die haben sich wirklich hingesetzt und wollten das Problem lösen und haben es in der Regel auch gelöst. Ja. Dann Klima hat ja was mit Standardwald, Lichtung, Tal, Berg, Wander, Wandung der Beute, Material, Windrichtung, Beschaffenheit des Bodens, Sand, Humus und so weiter, Trockenfeucht. Das haben wir ja gerade alles gesagt. Und die Bedürfnisse vom Bienenvolk ist der Rauminhalt,
können wir mit Schienen anpassen und umstellen. Die Luftströme werden auch etwas unterschätzt. Abstand zum Futter, Qualität des Futters, Wabenwerk, altes oder neues Wabenwerk, Wachsverunreinigung durch Fremdstoffe im Wachs oder Schimmel. Und Schimmel, ganz klar, biotoxische Stoffe, ist nicht gesund. Was benötigt das Bienenvolk? Energiespeicher. Und der Energiespeicher ist nichts anderes. Futter, also das Futter hat zwei Sachen, ich habe es hier geschrieben, ist einmal die Masse und einmal das Futter. Die Masse, die die Energie speichern soll und abgeben, und einerseits als tatsächliches Futter und Treibstoff als Energie. Saubere Luft, und da sind wir wieder beim Schimmel. Ja. Schutz vor Fressfeinden sollte unsere Bienen, geringe biotoxische Einflüsse, Pilze, Faulgase und so weiter. Und das sind wir wieder beim Schimmel. Mit Pilze, Faulgase und so weiter. Und das wird, ich finde es wirklich schade, dass das so immer unter den Teppich gekehrt wird. Weil, wenn man es mal anders probiert hat, stellt man fest, dass die Völker wirklich gut geht. Ja, besser geht, auch wesentlich besser. Und keine extremen spitzen Temperaturen. Also, es darf kalt werden und es darf auch sehr warm werden, aber was schlecht ist, von sehr warm auf sehr kalt und umgedreht. Das ist das Schlechteste, was wir unsere Bienen antun können, weil unser Bienenorganismus arbeitet fleißig, arbeitet stetig, aber arbeitet gleichmäßig. Also schnelles Umschalten, was mit Temperaturen zu tun hat, das ist was, was unsere Bienen nicht so gerne mögen, und das weiß eigentlich ja jeder Imker. Ja. So, was können wir direkt am Raum, was können wir direkt am Volk anpassen? Das ist einmal der Rauminhalt, in dem das Maschinen, Qualität des Futters, Wabenwerk, Alter der Waben, Wachs, Verunreinigung durch Fremdstoffe im Wachs. Also, Rauminhalt, da könnte man schieden. Aber ob das jetzt sein muss oder nicht, das steht eigentlich jetzt dahingestellt. Prinzipiell kann ich euch sagen, wird es unterschätzt und überschätzt. Beides zugleichen. Das Schieden hat wirklich einen Vorteil, weil man das ein bisschen anpassen kann, und man kann das Volk eher in die Richtung, man kann das Bienenvolk ein bisschen in eine Richtung bringen, wo es der Futterabriss oder sonstiges geringer ist, weil einfach der Raum enger ist, wo sie sich bewegen können und somit weniger das Risiko ist, dass sie den Kontakt verlieren, hat aber weniger Einfluss auf die Temperatur vom Volk und ja, Qualität des Futters, ja, das hat der Imker auch schaut. Nicht immer ist der eigene Honig der beste. Das hört sich jetzt wirklich sehr, sehr blöd an, wenn ich das so sage, wirklich, weil das hört sich sogar für mich falsch an. Also, aber es ist wirklich so. Das Problem ist, wir leben in einer Zeit von großer Monokultur. Und das ist unter Umständen ein großes Problem. Ja? Monokultur ist immer schlecht. Umso naturnaher das man ist, umso besser wird es. Okay? Und wenn man in einer Monokultur ist, sollte man ein bisschen schauen. Da gibt es aber wahrscheinlich auch einen extra Vortrag. Da arbeite ich mich seit 2 Jahren rein. Da gibt es mittlerweile Futtersachen, die für den einen absoluter Mist sind und für den anderen wirklich super. Man muss nur wissen, was ist für was gut. Ja? Und was benötigt wirklich das Volk, man muss halt das erkennen. Ja. Wabenwerk und Alter hat einen großen Einfluss darauf, weil alte Waben, das sind die Jungfernhäutchen drin. Also die höchste Dichte, das hört sich jetzt wirklich doof an, die höchste Dichte hat Wachs pur. Wachs pur leitet die Energie am einfachsten einfach durch. Ja. Umso mehr Häutchen, das da drin sind, Jungfernhäutchen, ja, umso dunkler wird die Wabe und umso besser, umso schlechter leitet sie die Energie. Isolieren tut sie jetzt nicht wirklich viel besser oder weniger, aber der Energiefluss ist um einiges gehemmt. Und was hat das für einen Vorteil? Ja, sagen wir es einfacher, es isoliert dann besser. Es isoliert, also dunkle Wabe ist für die Bienen wesentlich leichter aufzuheizen und leichter warm zu halten. Okay? Das sollte man wissen. Ja, und Wachs ist ein ganz großes Ding, Verunreinigungen durch Fremdstoffe im Wachs. Da sind wir jetzt dabei. Das ist so ein Thema, da müsste man ein bisschen drauf achten, wo man Wachs zukauft oder vielleicht sogar seinen eigenen Wachskreislauf startet. Also ich bin froh, ich habe seit
5 Jahren oder 6 Jahre sind es jetzt schon mein eigenen Wachskreislauf. Also ich habe kein Fremdwachs mehr. Ich habe sogar Überschuss von mir und ich arbeite im Großteil nur im Naturwabenbau. Ich habe jetzt aber ein Level erreicht. Also eigentlich schon lange, aber ich könnte jetzt komplett auf Mittelwände umsteigen, aber da bin ich gerade so ein bisschen am Hadern. Soll ich das oder soll ich es nicht? Weil ich fahre eigentlich ganz gut, so wie ich jetzt fahre. Also die Völker geht es wirklich tippitoppi. Aber ich hätte es ein bisschen einfacher. Aber ich weiß immer nicht, das ist immer so eine Grätsche zwischen persönlichen Imkerinstinkt und ja. In der Regel habe ich immer den Weg gewählt, der für die Bienen der angenehmere ist. Und ja. So, welche Eigenschaften sollte unsere Beute haben? Keine Zugluft von unten nach oben. Also das ist das Schlechteste, was wir haben können. Ein Kamineffekt, wenn es richtig durchzieht. Von oben nach unten, das ist Katastrophe. Ja. Und da spreche ich jetzt gar nicht von einem offenen Boden, sondern da reicht wirklich das Flugloch, reicht wirklich völlig aus. Und wenn man dann einen Deckel hat, da wo es richtig durchzieht, ist gar nicht so gut. Wärme halten, speichern. Also wir brauchen jetzt irgendwas, was von der Holzmasse her zwar relativ leicht ist, aber auch nicht zu schwer. Ja, also in der Regel kommen wir wirklich ganz gut hin mit Weimutskiefer, was sehr interessant ist, und das sage ich schon gleich, das ist das Paulownie. Das habe ich gerade im Test, wie es sich als Beute selbst schlägt, weil rein energetisch für die Bienen ist Paulownie verdammt interessant. Vor allem, weil der im getrockneten Zustand Paulownie durch die großen Fasern vom Dämmwert her vergleichbar ist mit einem Baumstamm von, also einem normalen Baumstamm, von ungefähr so 5 cm bis 8 cm Wandung. Also, jetzt fragen wir, Holz ist doch Holz. Ja, Holz ist Holz. Aber das eine ist trockener, sprich hat einen höheren isolierenden Wert, also einen wenig geringeren Energieleitwert. Und das andere ist feuchter, vom Baum, der ja noch lebt in der Regel. Ja, von dem her sehr interessant. Aber das wird sich jetzt zeigen. Ich habe jetzt den ersten Winter dann mit Paulownie, den ersten Sommer haben wir schon durch. Sieht sehr gut aus. Jetzt kommt die Übergangszeiten für mich, also bis April ist für mich jetzt dann entscheidend. Deswegen kommen auch ein bisschen weniger Videos, weil ich zurzeit sehr viel umbaue, sehr viele Sensoren anbringe. Das läuft alles so neben der Kamera, ich kann nicht alles filmen. Ja? Ich habe noch ein bisschen persönliche Dinge. Feuchtigkeit regulieren, gleichmäßige Temperaturen langsam ändern, sommerlicher Wärmeschutz und winterlicher Kälteschutz. So. Bienen überstehen minus 40 Grad in den nicht gedämmten Holzkisten ohne Probleme. Und das ist wirklich so. Also Bienen haben überhaupt kein Problem mit Kälte. Überhaupt nicht. Das Schlimmste, was wir ihnen antun können, ist ein schlechtes Klima. Ja, ist wirklich ein schlechtes Klima. Und ich weiß nicht, ob der Punkt noch kommt. Aber so als kleines Beispiel von mir. Weil es immer heißt, Klima, ob das so ein großer Einfluss ist. Stellt euch mal vor. Ihr steht da auf so einer Wiese, leichter Wind weht, ja, ihr steht da nackt, oh Gott, ich habe jetzt Kopf gehen, nee, Schmarrn. Ihr steht da so schön dahin und es ist schön warm, leichte Brise geht euch, ihr werdet wahrscheinlich nicht frieren. Und dann kommt irgend so ein kleiner und nimmt so einen kleinen Wassersprüher und spritzt euch an. Und ihr seid feucht auf der Haut. Dann kommt so eine kleine Windböe und ihr werdet frieren. Und das ist euer Mikroklima. Durch die Verdunstungskälte kühlt euer Körper extrem schnell ab. Und das ist das, was wir verhindern müssen bei den Bienen. Dass der Taupunkt in der Bienentraube ist. Und das ist schwierig. Also wenn wir das haben, dann ist ein Problem. Lieber gar nicht isolieren. Und deswegen sage ich immer, wenn sie mal von oben her so isolieren und nur von oben her, ist immer wirklich schwierig. Ist wirklich schwierig. Weil man genau dann diesen Effekt hat. So, die größten Punkte, warum wir selbst beeinflussen können, ist über das Flugloch, Futter, Luftströme, Fressfeinde, Räuberei. Also das Flugloch ist zuständig für, wo ist das Futter? Da kommt ein Video von mir, muss ich nur schneiden. Also das Flugloch ist wirklich
ganz essentiell wichtig, wo wird das Futter eingelagert? Ist das Flugloch oben, wird das Futter unten eingelagert? Ist das Flugloch unten, wird das Futter oben eingelagert? Ist das Flugloch mittig, wird das Futter oben hinten eingelagert? Versteht's? Also Luftströme und die Fressfeinde, also Räuberei, wird alles über das Flugloch beeinflusst. Bodeneffekt, der ist ganz wichtig. Der Bodeneffekt können wir nutzen, dass wir unsere Beuten kühlen, heizen oder Nässe reinbringen oder sogar trocknen. Das ist das, was viele nicht verstehen. Zum Beispiel, dass ich bei mir am Südhang da Beuten aufstellen kann, die, obwohl sie verschlossen sind, sogar gekühlt werden von innen. Die sind kühler wie die Umgebung, weil ich einfach diesen Bodeneffekt nutze, beziehungsweise die Verdunstungskälte nutze. Muss man halt verstehen, das Ganze, und ich kann das gerne mal zeigen. Ich habe wieder ganz viele Thermometer bestellt, weil ich einfach sehe, dass ihr das Praktische dann wesentlich leichter für jemanden zu verstehen ist, wenn ich das wirklich zeige. Ja, für mich ist nur immer sowas schwierig zu filmen, weil da muss ich eine Kamera aufstellen, die das Thermometer per Zeitraffer über den Tagesverlauf zeigt. Da habe ich, wenn ich zum Beispiel diesen Vortrag live in Real halte, habe ich normalerweise hier jetzt einen Blumentopf irgendwo stehen. Da strahlt eine 500 Watt Rotlichtlampe, richtig ballert da auf diesen drauf, und innen drin steht irgendwas drin und mit einem Thermometer, und dann wird man feststellen, dass der Topf außen so heiß ist, den kann man kaum anfassen, und innen drin hat es 2 Grad. Also es ist kalt, es kühlt immer weiter ab, obwohl das draußen, und als kleiner Tipp, könnt ihr gern googeln, schreibt es euch auf, dann könnt ihr es im Nachhinein googeln. Ja, schaut's mal, Blumentopf-Kühlschrank. Gebt es mal ein, da kann man es nachbauen. Für Kinder ist ein schönes Bastelprojekt für Kinder. Für den Sommer, wenn man dann zum Baden geht, an einem Baggersee oder so, an einem Weiher, da kann man sowas auch nutzen. Und dann ist es recht cool, wenn die Kinder dann mit ihrem Blumentopf-Kühlschrank ihre Getränke in der Sonne runterkühlen können. Ja? Aber das sind so Sachen, die einfach viele nicht verstehen, warum ich die so mache, wie ich die mache. Aber ich habe nicht immer die Zeit, dass ich immer alles aufs Kleinste so erkläre, leider. Bodenschieber, Wind, Wärme, Kälte, Standort, Waldlichtung, Freiland, Windrichtung, Sog oder Druck. Also bei der Windrichtung muss man sagen, das ist nämlich auch ein Problem, was wir mit unseren viereckigen Beuten haben. Wenn ein Wind auf eine Flasche trifft, auf was Rundes trifft, dann geht der Wind rum, wird seitlich beschleunigt und hinten, also er fließt weiter. Wenn man was Viereckiges hat, ja, dann geht der Wind da dran, wird hier voll gebremst, extrem gebremst. Der Wind ist aber noch da, die Luft ist ja da, die muss ja wohin. Die verteilt sich nach links, rechts und oben und unten. Hier unten und oben entsteht in der Regel ein Sog und hinten auch. Jetzt wenn das Flugloch hinten ist zum Wind, dann saugt es uns die Energie raus. Ist es vorne das Flugloch, dann bläst uns die Energie rein. Ja? Sprich, wenn es warm ist, bläst es warm rein, wenn es kalt ist, warm. So, dann zur Beute. Deckel bzw. Böden, hygroskopisch, Belüftung, Räuberei, Wärmehalten, Sonnenschutz. Zweitwichtigster Punkt nach dem Standort ist der Sonnenschutz. So, und die Deckel, ich habe da mal ein bisschen was hier als Beispiel da. Und als Böden auch. Material und Dicke ist der kleinste Teil, der den Standort und Material und Dicke ist der kleinste Teil, wenn der Standort stimmt, das Konzept muss stimmen. Und das ist wirklich so. Also wenn, ob ihr Styropor oder Holz habt, und die Materialdicke ist völlig egal, wenn das drumherum passt. Wenn ihr das im Griff habt, easy. Ja? Also ich als Deckel, ich nutze jetzt, dieses Jahr habe ich jetzt, ich war beim Shoppen, ich habe einen neuen mitgenommen, den werden wir testen, der ist sehr interessant. Kommt aber noch, ist jetzt hier nicht dabei. Materialien, also ich finde Stroh sehr gut. Holzfaser, Weichholzfaser ist sehr interessant, aber da muss man schauen, dass man wirklich die Luft wegkriegt, das muss man ausprobieren für jeden selbst. Also das ist der Deckel vom Sebastian, der hat halt den Vorteil, der liegt dann auf diesen Rahmen außenrum auf und hat selbst nochmal einen Holzschutz, der hat sehr viel Masse, also dieser Deckel ist einer der besten Deckel, die ich für Bienenbeuten kenne. Muss man ehrlich so sagen, rein deckeltechnisch
Er ist nicht der günstigste, okay, aber er ist definitiv als Deckel die beste Alternative, die ich kenne, weil er wirklich ganz viele, also der ist sehr gut für den sommerlichen Wärmeschutz und er ist auch sehr gut, weil er atmungsaktiv ist, auch wenn er auf so einem Deckel drauf liegt oder auf so einem Deckel, ja, ist er sehr gut. Das sind Böden, die gibt es schon sehr, sehr lange. Diese Böden haben indirekte Zirkulationsstufen, wenn ihr das hier so seht. Und das ist gar nicht dafür da, dass das Volk ausgekühlt wird, sondern das hat wirklich zur Folge, dass das Volk sogar wärmer sitzt über diese, weil dieser Luftstrom, der da einströmt, wird gebrochen durch die Seiten. Ja? Also sprich, wenn jetzt hier ein Druck entsteht, der reinbläst, dann kann dieser Druck nach links und rechts entweichen. Und genauso ist es, wenn da ein Sog entsteht, dann drückt es hier rein und die Bienen bleiben oberhalb relativ außen vor von dem Ganzen. Deswegen ist eigentlich ein hoher Boden, auch wenn ich es jetzt ungern sage, gar nicht einmal so verkehrt, wenn er höher ist. Wenn der Boden ein bisschen höher ist, aber wir müssen uns mal über das Thema unterhalten dann vom Flugloch. Ich baue mir diesen Winter wahrscheinlich komplett meine Böden alle neu, also einen Großteil neu, also immer wie ich es zeitlich schaffe, wo der Boden relativ hoch ist und das Flugloch aber weiter vom Boden weg. Sprich, ich ahme, wenn wir uns an den Baum zurückerinnern, ich ahme das nach, weil ich habe ja auch selbst einen Boden selbst entwickelt und den werde ich auch bauen übrigens, den werde ich auch bauen. Dann hier habe ich noch ein paar Böden und Deckeln, da wo es immer heißt, die sind atmungsaktiv. Nein, sind sie nicht. Also wenn ihr solche Platten habt, das sind Siebdruckplatten. Das hier ist eine Hartholzfaserplatte. Man spricht zwar immer von atmungsaktiv, jein. Das liegt aber an unserer Gesetzgebung, da unsere Gesetzgebung sagt, alles unter 100 Meter ist atmungsaktiv. Schwierig. Da werden wir ersticken. Das hier sind die normalen mit den Einlagen, mit den Dämmeinlagen. Ich persönlich bin da überhaupt kein Fan von. Also ich mag weder diesen Deckel noch diese Deckel. Okay? Ich mag die nicht. Und deswegen habe ich die auch nicht. Wenn es euch aufgefallen ist, ich habe die nicht. Und ich habe die nicht, weil ich sie nicht bekomme und weil sie mir zu teuer sind. Im Gegenteil, die sind eigentlich gar nicht teuer, die hier und auch die hier nicht. Aber ich mag die nicht, weil die einfach Probleme auslösen, die ich nicht haben will. Meine Favoriten sind entweder diese Folie, ich habe es hier sogar da, ein Bild, einmal vom Moor, einmal vom Bienenruck. Da habe ich damals ein Video gemacht, könnt ihr gerne nachschauen. Imkern ohne Schimmel heißt das Video, glaube ich. Da habe ich das schwächste Volk, das ich hatte, ausgewählt und habe da die Folie, ich habe nichts eingeengt und habe da nur die Folie aufgelegt. Und ihr werdet, wenn ihr das Video findet, ihr werdet es sehen. Normalerweise, jeder Imker würde sagen, da drin muss es schimmeln, da muss alles nass sein. Nein, da war kein Schimmel, da war gar nichts. Das war alles tippitoppi, das Volk war quicklebendig. Es war aber auch nicht so trocken, dass die jetzt da kein Wasser haben. Also war eigentlich alles tutti. Ein ganz guter Effekt hat auch dieser Deckel hier, ich weiß nicht, wer wo es überall gibt. Ich habe diesen Deckel vom Sebastian, vom Zylo Sebastian damals von Boden Mais hinten mir besorgt. Gleicher Effekt wie die Folie, natürlich naturnah, weil wir keine Folie haben. Ja? Okay, also von dem her, ich bevorzuge das. Und dann sagen viele, ja, jupp, ich habe da auch ein Video gemacht mit der Goldsbeute. Und das kommen wir jetzt hier dazu. Die Goldsbeute habe ich abgedämmt mit... warte mal, kurz Pause, ich muss schon was trinken. Dann kann ich kurz mal den Chat mal ein bisschen lesen. So. Im Chat passt alles, sagt meine Frau. So, gut. Also, ich muss das wieder... Okay, wieder kalibrieren. Übrigens, gell, ich bin Wassertrinker. Ich wurde von meiner Community ja immer gepiesackt. Ich habe jetzt Rauchen aufgehört. Und ich muss mich bedanken, dass ihr mich da ein bisschen geärgert habt. Weil es wirklich, also, ich wusste ja selber, wie blöd man ist, dass man da... Und jetzt bin ich von Spezi, Cola und sonstiges auf Wasser umgestiegen.
Ich will euch nur was sagen. Ihr seid selber schuld, wenn ich dann jetzt dann beim Ironman mitmache. Ja? Ich merke direkt, wie ich fit bin. Und außerdem hat mich das letztes Mal extrem genervt, wie ich das Spezi hier über meinen Schreibtisch geschüttet habe. Aber gut. So, also das war ein ganz interessantes Projekt. Da ging es um die Goldsbeute, die habe ich von der Iris gekriegt. Die Iris hat gesagt, sie hat bei ihr ab und zu also mit der Feuchtigkeit Probleme. Und bei mir haben wir gedacht, oh yes. Allein wie ich sie schon gesehen habe, habe ich gedacht, yes, da kann ich das mal durchziehen. Warum? Die Goldsbeute hat hier, sehen wir gleich am nächsten Bild, sehr stark doppelwandig und sogar isolierte Wände. So, was war das Ziel? Was war das Ergebnis? Die Goldsbeute war bei mir innen drin. Wäre sie draußen gewesen, wäre es wahrscheinlich ganz optimal, hätte es funktioniert. Aber die war bei mir innen drin und somit hatte ich da extremen Tauwasserausfall. Ihr seht es, Schimmel, Wasser, da unten sogar im Eimer hat es geschimmelt. Also da war wirklich Wasser, müsst ihr die Goldbeutenreihe mal anschauen für die Videos, da hätte ich Fische drin halten können. Also keine Bienen, sondern Fische. Es gibt Imker, die würden sagen, komm, ist doch egal, die trocknen das schon, das stört sie nicht. Ja, die hätten auch das überlebt. Aber ich frage mich dann, bin ich ein netter Vermieter oder will ich auf D-Max kommen bei, wie heißt die in England, die Sendung, die Schreckensvermieter? Ne, haben wir gedacht, nö. Das sind meine Schützlinge, meine Bienen und ich will, dass es denen so gut wie möglich geht. Und ja, ich bin ein Mensch und ja, ich mache Fehler. Und ich werde nie die Natur ersetzen können. Aber ich versuche es ihnen, bei mir soll es jedes Tier, egal welches, so gut wie es nur geht, haben. Ja, ist so. So, also habe ich mir gedacht, so Jupp, jetzt zeigst du mal, was du drauf hast und habe einen Deckel. Habe ich in den Videos auch gezeigt, einen Deckel entwickelt und habe den mal nicht einfach pauschal da einfach drauf die Folie, sondern ich habe das berechnet. Wo brauche ich wie viel Belüftung? Sprich, dieser Deckel war für die Brutraum, also für die Brutraumentlüftung. Und diese Ecken waren alles genau berechnet, wo sie wo sein müssen bei mir hier, dass es funktioniert. Und so sah dann die Goldsbeute aus. Also hier vorne für den Brutraum und hier hinten die Belüftung für den Honigraum und hier diese Aussparung, um einen Aufsatz draufzusetzen für Oxalsäurebehandlung. Nee, ja doch, jetzt könnte man es machen. Für Ameisensäurebehandlung oder sonstiges. Einfach, also da atmet nichts. Habe ich nämlich Rechnungen mit aufgenommen. Um das Ganze mal zu beweisen, habe ich mir dann gedacht, so, jupp, jetzt legst du einfach so eine Mini Plus und legst sie auf die Löcher. Dass die Leute einen Unterschied sehen von atmungsaktiv und nicht. Und jetzt kommt's, bitte achtet drauf, schaut genau hin. Ja. Ihr könnt jetzt ein Video schauen, also ich habe das uncut, wie immer. So, dann das Ganze gedreht, also ich habe den Deckel raus, Finger rein, gedreht. So, dann habe ich mehrere Bilder gemacht, dass ihr seht, ja, hier so, ich drehe ihn. So, und jetzt sieht man es richtig schön. Ich glaube, ich müsste gar nicht so viel dazu sagen, glaube ich. Ich tue es aber trotzdem. Klar, weil sonst wäre ich nicht ich. Das ist das Klima. Seht ihr das auf der linken Seite? Da konnte alles funktionieren, so wie ich es auch kalkuliert habe. Und auf der rechten Seite habe ich nur das draufgeklickt. Nicht abgeklebt, ich habe es nur draufgeklickt. Was das ausgemacht hat, dass diese rechte Seite war verschimmelt, Schwarzschimmel und sonstiges. Auf der linken Seite war hier gar nichts. Okay? Vorderseite beim Bienenvolk habe ich natürlich alles gelassen, wie es war, weil das soll ja im Luxus weiterleben. Ja? Der Luxus von reiner, sauberen Luft. Und wenn ihr das jetzt mal anschaut, das war trocken. Das war wirklich knochentrocken. Also heißt knochentrocken. Es war halt, wie ein Bienenvolk so ist. Aber es war kein Schimmel da, nichts mehr. Alles, was war, ist komplett abgetrocknet. Ja? Und so soll es eigentlich sein. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe leider hier kein Bild mehr gemacht. Im Video habe ich es bestimmt gezeigt. Also dieser Raum dann, der ist
komplett abgetrocknet nach der Aktion und war wirklich, die ganze Kiste war frei von Schimmel. Ja. Schimmel, Feuchtigkeit, war alles weg. Und diese Goldbeute hat sich entwickelt, dieses Volk, ich sag's euch, es war Maschine. Ja. Das war komplett voll. Also die Bienenmasse hat diesen kompletten Brutraum komplett genutzt. Ja, mit den Bienen. Könntest du die Iris fragen, die Iris hat das Volk ja dann wieder geholt, die Kiste. Und ja. So, dann habe ich mir, jetzt muss ich noch mal was trinken, ich bin fix und fertig. Ja. So, dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, jetzt könntest du mal selbst mal eine Beute entwickeln, rein aus dem, was du weißt und was du berechnen kannst und was ich kann. Einfach mal zeigen, was ich kann. Und ich habe kein Problem damit, sage ich schon gleich, wenn irgendein Hersteller da draußen jetzt das sieht und sagt, komm, ich baue das. Habe ich kein Problem, weil, auch wenn es viele vielleicht nicht glauben, ich mache das, weil es mir Spaß macht und ich habe eine Freude dran und ich will, dass alle nach vorne kommen. Ja? Ich bin Teamplayer. So, das ist ein Deckel. Das ist ein Deckel und den werden wir uns wahrscheinlich, normalerweise müssten wir den uns jetzt dann genau alles anschauen. Wenn nicht, habe ich die falsche Folie erwischt, dann müssen wir es bei Teil 2 mit aufnehmen. Aber ich habe euch jetzt, glaube ich, gezeigt, warum Schimmel entsteht, wieso Schimmel entsteht. Und ihr habt es gesehen, jetzt kommt dann Thema Flugloch. Das Video dauert eine Stunde danach, also knapp wahrscheinlich. Nein, wird nicht ganz. Ja, ich versuche es, ich muss minimieren, so viel wie es geht, was das Flugloch auslöst, weil das hat einen großen Einfluss. Und jedes einzelne Thema, was ich da gesagt habe, hat auch wieder so einen großen Rahmen. Dieses gesamte Thema, dass ich es grob, alles so grob, alles durch habe, zwischen 8 und 12 Stunden. Ja, und ich habe das fertig, also ich habe die Präsentationen fertig. Also gehen wir mal Boden. Der Boden, wenn ihr, also als Boden, ihr kennt ja die geschlossenen Styroporböden oder die geschlossenen Holzböden oder diesen hier oben. Idealerweise wäre berechnenderweise dieses Flugloch. Dieses Flugloch ist nachempfunden luftströmungstechnisch habe ich das berechnen lassen und dann wäre dieses Flugloch. Aber wir kommen gleich zu Lösungen, die sind gar nicht so dramatisch. Und die gab es eigentlich schon, die gab es. Ja? Weil das Schlechteste übrigens würde ich euch abraten, das sind diese Böden hier. Da wird dann von natürlichem Habitat gesprochen zum Teil für andere also von Asseln, Ohrenhülle, Spinnen, keine Ahnung was hat alles und Bücherskorpione, die sollen da leben drin und denen soll es gut gehen. Nein, dieser Bereich hier unten ist einfach nur eine erhöhte biotoxische Belastung für die Bienen. Bitte macht es nicht. Wo aber, ich gleich dazu sagen muss, dieser Boden an sich, hier das Flugloch und hier links und rechts oder hier nur die Seite offen, ist gar nicht dumm. Nur dieses ganze Gerempel da drin, das hat da nichts zu suchen. Ja, das hat da wirklich nichts zu suchen. Überhaupt nicht. Also noch eher, wenn ihr meinetwegen Holzscheite reinschlichten wollt, das könnt ihr noch, ja, aber wenn da Kleinkruschzeug liegt, ist wirklich schwierig, weil da fällt ja der Gemüll runter und die Bienen sind wirklich auch bedacht, diesen Gemüll aufzuräumen. Auch wenn da wirklich so ein Höhenunterschied ist. Ich dachte nämlich auch, dass die Bienen das nicht raustransportieren, aber man sieht es ganz gut an der Klotzbeute, an der Baumstammbeute, die beim Imkerfeind entstehen. Die tragen von da ganz unten den Dreck hoch, also das ist ja fast ein Meter vom Boden. Die haben da unten das Flugloch hier, das ist ein Meter vom Boden weg. Die holen den Müll, egal was da runterfällt, vom Boden unten, tragen das hoch und schmeißen das Flugloch raus. Also umso mehr da so Zeug drin liegt, wo da in die Spalten rein, umso mehr machen wir ihnen Arbeit, die kein Mensch braucht. Ja, hier haben wir das anderes Variante davon. Würde ich auch abraten. Ja, das wurde ja zeitlang als Klimaboden, würde ich sowas. Ich verstehe den Gedankengang dahinter. Ich kann euch aber sagen, rein physikalisch, rechnerisch und schwieriges Thema. Nein, bringt gar nichts. Ja, bringt wirklich nichts.
So. Und jetzt kommen wir zu dem, jetzt haben wir dann eh schon fast durch mit den Folien, weil der nächste Teil ist dann der nächste Teil logischerweise und ich will das ein bisschen trennen einigermaßen, weil sonst wird das zu viel unter Umständen und dann bin ich für euch im Live-Chat so da für alle Fragen, Antworten und sonstiges. Das ist jetzt mein kleines Geschenk an die Imkerschaft. Das werde ich dieses Jahr auch nachbauen. Also nachbauen, ich werde das im großen Stile für mich bauen. Das wäre mein Boden, den ich empfehlen würde, den ich berechnet habe. Und den erkläre ich euch mal ganz kurz. Also, wir sehen es, jetzt läuft eine kleine Animation. Schön hat der Jupp das gemacht. Von unten hier ist eine Klimamembran drin mit 0,2 Meter SD-Wert, sprich, also hier unten, dass die Luft, vom Baumstamm, diese Luft nach unten weg kann. Ja, diese überschüssige Feuchtigkeit, die sich unter Umständen ansammelt, die kann weg. Ja. Man kann diese Schublade auch rausziehen. Okay? Man kann die auch rausziehen für Varroa-Kontrolle und sonstiges. Dann das Flugloch hier. Warte mal, kann man das hier so drehen? Oder kann man das hier drehen? Nein, das kann man hier auch nicht drehen. Das Flugloch, jetzt warte mal, kann man das? Das muss man noch. Nee, kann man nicht. Schade. Also, das Flugloch ist so konzipiert in der Draufsicht. Warte mal, kann man das? Ah ja, hier. Eins weiter. Also, hier man sieht das Flugloch. Das Flugloch ist einmal so konzipiert mit der Steigung, mit der Ecke. Ja, da muss ich jetzt eins zurück, dann sieht man es wahrscheinlich wieder. Ja, hier, wenn jemand Interesse hat, der kann mich fragen, ich kann das gern einzeln zukommen lassen. Das hat nämlich den Effekt, dass wenn der Wind stark geht, dass sich da eine teslerisches Ventil entsteht. Ach, beim nächsten Bild kommt, sehe ich es da, hier. Hier kommt der Wind, es entsteht hier ein Wirbel und dieser Wirbel reguliert die Luftzirkulation. Egal wie stark oder wie schwach der Wind ist, der Luftaustausch ist immer sehr gleichmäßig und homogen und sehr gering. Also der Energiefluss ist wirklich extrem gering, obwohl man hier ein Loch hat. Das hier oben ist einfach so eine kleine Überdachung, dass nicht hinregnet. Das hat keinen Sinn. Ja? Und in der Draufsicht sieht das Ganze so aus, dass wenn dieser Luftstrom kommt, hier innen wie ein Zyklon, also wie so ein kleiner Tornado entsteht, der aber durch das teslerische Ventil automatisch wieder gebremst wird. Somit ist auch, wenn es draußen stürmt, egal was passiert, hier unten ganz angenehmes Klima. Ja? So gut wie überhaupt kein Starkwind. Ja? Es ist ein Luftaustausch da, aber keine wirklich Böen, Winde oder sonstiges ist da unten nicht da. Also es ist sehr gleichmäßig homogen alles. Ich habe da auch Lüftungsberechnungen gemacht und Simulationen. Das würde aber das Ganze ein bisschen sprengen. Ja? Dann, also das ist mein Boden. Ja? Und ihr seht, ich habe das auch von der Höhe her hochgeschoben. Also das ist wirklich weg vom Boden. Ja? So, dann die Zarge. Wenn man jetzt so eine Zarge anschaut, eine normale Zarge sieht ja so aus. Man sieht schon auf dem linken Bild oben, da habe ich schon andere Zarge. Und da sieht man jetzt schön hier, das sind die überdämmten Ecken. Ob man das jetzt braucht oder nicht braucht, das steht immer ganz woanders hin. Aber wenn man das Problem hätte, dass man an den Ecken hier Schimmel hat, dann ist das die einfachste Lösung, indem dass man einfach hier diese Ecken überdämmt. Einfach hier diese Ecken überdämmt, sprich so kleine Hölzchen rein und raus und schon ist dieser Tauwasserausfall an den Ecken der Beuten erledigt. Und wenn man sich ein bisschen erinnert und man denkt ein bisschen zurück und man forscht ein bisschen zurück auf alte Beuten, Bienenbeuten, wird man feststellen, das gab's. Das ist aber abgeschafft worden, weil es einfach in der Herstellung zu aufwendig ist. Das ist einfach, wenn da der Hersteller jetzt das jedes Mal die Ecken und so, ja, ist zu aufwendig. Und als Deckel, jetzt muss ich kurz warten, ob das auch Animation ist, aber da kommt ein extra Teil drüber, wo ich vielleicht, also ich will das alles, ich baue euch das alles in Real Life,
Ja, also die Zagen, das habe ich ja eh schon. Aber ich will den Boden und alles in Real Life bauen. Nein, ist keine Animation. Doch, muss das zweite Mal drücken. Der Deckel. Es ist einmal, warte mal, da gehen wir gleich eins weiter, weil das interessiert eh keinen, glaube ich. Doch, jetzt, hier kommt er. Das ist der Deckel, also oben ist eine Holzplatte. Dann habe ich unten eine Holzplatte, die durchsiebt ist. Und hier sieht man es in der Durchsicht, die ist innen hohl. Man kann hier durchschauen, ja. Und oben ist nur eine Holzplatte, wo die Lüftung rauskommt. Und links und rechts die Löcher, ja. Warte, man sieht es gleich beim nächsten. Warte, gehen wir weiter. Die Löcher. Und dann kommt dieser Deckel da drauf. Somit hat man eine sehr gute Zirkulation, also man hat eine vernünftige Zirkulation im Volk. Und wenn die Sonne drauf scheint, mit diesem Deckel kann man dem Volk bei der Kühlung helfen und im Winter beim Wärme halten. Ja, wenn da jetzt der Blechdeckel drauflegen würde. Hier sieht man das noch ein bisschen so halbiert, aber eigentlich ist nichts anderes wie unten irgendwas. Das kann auch eine Folie sein, es kann ein Holz sein, das ganz leicht durchlöchert ist. Irgendwas, was da drauf ist. Wenn man das mit Holz macht, dann würde ich sagen, am besten mit so 2 mm Bohrungen und direkt aufs Volk legen, dass die Bienen diese Bohrungen wieder mit Propolis verschließen. Somit hat man einen natürlichen Schutz, braucht man keine Folie. Ja? So. Und jetzt ist der Moment, wo ich sage, ich mag nicht mehr, weil für den ersten Teil sind wir durch. Und ich hoffe wirklich, dass das euch ein bisschen eine Hilfe war fürs Erste. Und nächsten gehen wir dann in Teil 2 an. Da holen wir uns jetzt die einzelnen Sachen raus. Aber Klima an sich selbst, hoffe ich, sollte man, oder ich hoffe es, dass man es verstanden hat. Ich mache das jetzt mal zurück. Ich schalte hier auf Standard. Stream. Und ab jetzt kann ich euch wieder lesen. Lecker mio meda, wir sind über 200 Leute, was läuft mit euch verkehrt? Ist ja unglaublich. So. So, bin auch dabei, dieses Mal aus Schottland. Farbmauskäfig, die können man gut Bolze züchten, Pölze. Servus, bin auch am Start. Sonnenschein heller, eine tolle Idee. Ich bin gespannt aufs Bauen. Jo, also das Bauen ist kein Problem. Das Bauen ist wirklich kein Problem. Vom Beutenbodentyp fliegende Untertasse nehme ich gern 2. Ja, also ich bin auch, ihr werdet es nicht glauben, ich bin sogar am Suchen. Ich würde gerne einen Hersteller finden, der das Ding baut und auch wirklich erschwinglich baut. So günstig, wie es nur geht. Und ich will wirklich kein Geld dafür, gar nichts. Ich will einfach nur, dass die Leute sehen, das geht auch anders. Man muss nicht immer sagen, ah, das ist egal, der Schimmel, das Feuchte. Man kann alles wegsprechen. Ja? Man kann alles irgendwie sagen, ah, ist doch halb so wild. Aber wenn man sich da wirklich Gedanken mal drüber macht, dann stellt man fest, es muss so vieles nicht sein, aber es ist unter Umständen ja schon eine Erleichterung für unsere Tierchen. Ja. Die meisten von uns sind keine Berufsimker, sind Hobbyimker. Da sind die Bienen wie ein Haustier. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Berufsimker da dass das eine Ausrede ist. Aber es ist, wie soll ich sagen, ihr versteht mir, was ich meine. Ja. Ich lese jetzt mal, was ein paar Fragen kommen. Stefan, bis morgen. Peter, nichts zu danken. Franz, gerne. Dennis, ja, ich hoffe, ihr dürft es ja gerne teilen. Ich habe das jetzt hier öffentlich gemacht. Ich habe eine ganze Zeit überlegt, soll ich das oder soll ich es nicht? Aber nein, ich bin ja der Meinung, Wissen ist die größte Waffe gegen Angst und gegen Fehler. So, vom Beutenboden, das haben wir gerade schon. Hallo Jupp, meine Frage wäre, wenn ich über Winter Dampfsperre statt Folie auflege, ist es dann okay, wenn ich am Deckel hinten ein kleines Gitter offen habe, anstatt dann auch einen schlechten Luftstrom? Also ich würde keine Dampfsperre auflegen, sondern eine Unterspannbahn. Eine Unterspannbahn,
Delta Fox, der Bienenruck verkauft es mittlerweile als, verkauft sie seit 1,5 oder 2 Jahren jetzt als Abdeckfolie Profi. Unterspannbaren und die auflegen, und wichtig ist aber, dass ihr nach oben dann das Netz so dicht macht, das muss irgendwie weg. Entweder einen Holzrahmen aufsetzen, den ihr seitlich durchlöchert, also ihr macht einfach einen Holzrahmen, tackert da eure Folie dran und aufs Volk drauf. Aber ich persönlich bin nicht so der Fan vom Drauftackern, weil wenn ich es dann abziehe, dann reißt es wieder. Aus dem Grund lege ich die Folie einfach auf, die darf ruhig überstehen außen, weil das kein Problem ist. Und da lege ich einen Holzrahmen drauf und der Holzrahmen ist seitlich durchlöchert. Und da kommt mein Blechdeckel drauf. Und dann seid ihr für den Winter eigentlich safe. Und dann werdet ihr mal feststellen, was dann unter dem Blechdeckel, da ist es in der Regel nass. Also da ist richtig nass und der Holzrahmen ist das Jahr drauf erstmal schwarz. Ja. Aber den kann man ja reinigen dann und alles wieder gut. Aber man hat das, den, ich sage mal, den Dreck hat man vom Volk weg. Ja. Gute Nacht, danke für dein Wissen, danke auch an die Regie, bis bald. Ach du, nix so lang. Gewaltiger Vortrag. Ja, ich weiß nicht, wie lange haben wir vorgetragen. Ich habe mich schon gar ein bisschen beeilt. Was hältst du von Deckeldämmung, wie das Michael Ullmann über den Winter praktiziert? Silikongitter, einige Lagen Pappe und dann das Absperrgitter oben drauf, dann Holzdeckel. Woidi Imker, Frage zurück. Ich weiß nicht, wann du eingestiegen bist bei meinem Vortrag, aber theoretisch, wenn du jetzt überlegst, was macht der Michael? Er macht eigentlich genau das, aber er hat halt das für sich, für seinen Standard hat er halt rausbekommen, so und so viel Papplagen muss er hinlegen, das Silikongitter legt er wahrscheinlich hin. Er hat halt verschiedene Probleme erkannt und abgearbeitet. Also sprich, Folie auflegen, schreddern sie ihm wahrscheinlich, also ohne Folie schreddern sie ihm wahrscheinlich die Pappe ab. Also hat er gesagt, gut, ich lege da Silikonmatrize drunter. So, abschreddern, abgehakt. Dann hat er gesagt, ich brauche die Pappe da drauf, dass es weg kann. Und dann, dass das Ganze schön kompakt liegt und nicht rum, Absperrgitter drauf, weil das Absperrgitter sorgt für eine zusätzliche Lüftung, Zirkulation, ja? Und dann den Holzdeckel drauf, dass es schön liegt. Fertig. Prinzipiell. Der Michael hat im Prinzip das Problem halt so gelöst. Und das ist ja das, was ich euch sagen will, was ich euch zeigen will. Ihr müsst nur das verstehen, was dahinter steckt. Es ist gar nicht so dramatisch. Und man muss nur verstehen, was dahinter steckt. Und dann kann man hunderte Lösungen finden. Man kann ein Baumwolltuch drauflegen und das propolisieren lassen. Funktioniert tadellos. Bloß das Entscheidende ist dann, man soll, die Bienen denken ja für uns mit. Die Bienen denken mit, die bauen ja ihr eigenes Habitat im Prinzip perfekt aus. Nur der Imker macht es dann von außen kaputt, indem er dann einen luftdichten Deckel draufknallt. Einfach das Baumwolltuch drauflegen, die propolisieren das. Man muss es natürlich früh genug drauflegen, dass sie Zeit haben. Die propolisieren das und dann wieder einen Rahmen drauflegen. Da, wo seitlich durchlöchert ist oder was, dass die Luft zirkulieren kann und dann der Deckel drauf. Fertig. Und schon hat man alles getan, was man tun konnte. Aber nur, dass er... Wittens, Kampsmann, super, dass du dich da so reingearbeitet hast. Ja, das ist meine Arbeit, das ist mein Leben. Was muss ich lernen, um das besser nachvollziehbar? Okay, warte, du willst es wissen, ist kein Problem. Du holst dir, da sitzt er. Weil es gibt eins, die da draußen, die bestehen auf ihre Titel und lassen sich Lobeshymnen durch die Hallen tragen, auf ihren Titeln. Oder was heißt Titel? Nein, Titel nicht, die haben ja gar keinen Titel, die ich meine, den. Und es gibt andere, die machen. Ja.
So. Der glückliche Imker, erklär doch mal für alle, woher die Feuchtigkeit im Volk kommt. Wenn 10 Kilogramm Honig verbraucht werden, entstehen etwa 6. Es entstehen, glückliche Imker, das entstehen sogar mehr. Es ist, also wir, wenn wir mal weggehen vom Futter, es entstehen mehr Wasser. Also nicht mehr Wasser, sondern durch diesen Energiefluss. Durch das, dass die warme Luft von dem Bienenvolk nach außen zirkuliert, in den Übergangszeiten zum Teil über den Bodeneffekt Feuchtigkeit im Prinzip eindringt, ja, und dann wieder abwandert und dann kondensiert, also da entsteht wirklich viel. Also ich habe jetzt bei mir messbar in den Völkern, boah, ich müsste jetzt nachschauen, ich glaube so um die zwischen 100 und 160 Milliliter pro Tag, die von meistens in der Früh so ab 4 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens. Da ist der, wo einmal entsteht und wieder abzieht. Das ist so, wo da der, wie soll ich sagen, der Taupunkt erreicht ist. Wird die Delta Fox durch das Propolis wasserunterlässig? Die Delta Fox, Helmut, ist generell wasserunterlässig, also die gummierte Seite muss nach außen. Deswegen habe ich ja die Delta Fox genutzt, weil das Kondenswasser, was entsteht, die Delta Fox lässt ja von innen nach außen die Feuchtigkeit durch. Dann kondensiert mir das am Deckel und ab und zu tropft es dann wieder runter auf die Folie. Und da ist halt die Delta Fox unschlagbar, weil die Delta Fox dann sagt, nö. Schön, dass du da runter tropfst, aber ich lasse sie trotzdem nicht durch. Ja? Und hält wirklich das Wasser vom Volk fern. Und reguliert es sehr, sehr gut. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich das so mit der Delta Fox arbeite. Und auch warum der Hauptgrund, warum ich das sogar über die Beutenränder überstehen lasse, dass das Wasser, das wenn wirklich viel entstehen sollte, nicht reinläuft. Lieber raus. Die obere Zage ist halt dann, ja, da müsste ich mir mal so Rähmchen bauen, so Rahmen, ja. Hast du schon fertig eingefüttert? Nein. Aber ich bin sehr gut dabei. Ich habe übrigens was Neues programmiert. Was heißt programmiert? Warte mal, ich kann euch was sagen. Ist sau cool. Und fragt mich nicht, wo ich die Zeit hernehme. Channels, My Channels, Bienen. Tada. So, jetzt pass auf, ich schalte euch da mal wo drauf. Das ist nämlich sau cool. Habe ich nämlich erst letzte Woche gemacht. PowerPoint. Warte mal, ich muss mal das mal hier wieder sortieren, wie das gehört. Ja, ihr seht es ja schon. Also ich habe hier meine Wagen. Das ist vom Füttern her. Da habe ich das gefüttert. Die Mini Plus hier, die ist jetzt genauso am Übergang. Ich habe jetzt hier so ein Tacho, habe ich mir gemacht. Ja. Also im Volk bis hier ist es alles okay. Von hier bis hier muss ich einschreiten, weil zu wenig Futter ist. Von hier bis hier ist Futter optimal. Und von hier bis hier ist überfüttert. Wir sind im Moment zu fett. Aber gut, das wird jetzt dann runtergetrocknet, dann passt schon. Bei der Siegeberger das Gleiche. Und dann habe ich noch... Nein, das ist der Temperaturverlauf vom Haus. Also das ist zum Beispiel mein Wohnhaus. Habe ich auch verkabelt. Mit Temperaturverläufen. Aber das ist hier und da habe ich hier nur einmal die Easy B-Box. Da seht ihr auch, da habe ich auch am... Wann war das? Am gestern. Ersten, ja. Heute. Mein Gott, bin ich doof. Heute habe ich da gefüttert. So.
So, be best. Ich lese schon mal. Science of, hast du schon fertig? Das haben wir gerade. Danke, Lars. Nicht Hobby-Imker, sondern Freizeit-Imker. Ein Hobby kann man einfach abbrechen, wenn man es momentan nicht machen will und nach einem Monat wieder damit anfangen. Hast du recht, ja. Bei den Bienen geht es nicht. Da muss man immer dafür da sein. Ja, richtig. Richtig, Peter, da hast du recht. Da hast du recht. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So. Hallo, mein Zandervölker sind im kleinen Bienenhäuschen. Und ich will heuer Delta Fox einsetzen. Würdest du den Varroa-Schieber rein oder raus machen? Es kommt darauf an, wo er jetzt ist. Wenn er jetzt drin ist, würde ich ihn drin lassen. Wenn er draußen ist, würde ich ihn draußen lassen. Und dann erst Mitte Januar rein machen. Also rein kannst du immer machen. Problematisch wird es für die Bienen, wenn du ihn einfach rausnimmst. Wenn sie ihren Wintersitz auf rein eingestellt haben. Also wenn sie ihr Futter eingelagert haben mit geschlossenem Boden, dann soll es den Boden auch wirklich zulassen. Haben sie ihr Futter eingelagert mit offenem Boden, dann kannst du den Schieber zwar draußen lassen, aber du kannst ihn reinmachen und das würde nichts ändern. Also es würde nichts ändern ins Negative für die Bienen. Umgedreht eher schon. Ja. Ich mache über den Winter ein Rähmchen weniger rein, schiebe alles in die Mitte und lege eine Zeitung oben auf das Volk. Hat bisher auch immer funktioniert. Wie gesagt, das Problem muss man selbst erkennen. Nicht alle haben die gleichen Probleme. Das ist eben das Problem an dem Problem. Ist wirklich schwierig. Warte mal. Geiler Vortrag, Dankeschön. Bienen lieber in der Wiese oder auf einer Siloplatte aus Beton, leichteres Arbeiten, natürlich in Beutenburg aufstellen. Das kommt jetzt drauf an, aber tendenziell, also bist du jetzt wo sehr sonnig ist, dann ist eigentlich ist optimal auf der, es kommt jetzt drauf an. Also, weil ich selbst so einen Versuch schon, ich kenne einen, da haben wir das gemacht. Wenn deine Siloplatte, die ist ja rund in der Regel, ja, so eine runde Siloplatte, jetzt müsstest du schauen, wo kommt am meisten Zeit der Wind her. Der Wind ist nämlich im Sommer das, was dein Volk kühlt. Dann müsstest du auf der windzugewandten Seite die Völker auf die Siloplatte stellen. Dann ist optimal. Dann hast du Wärme und Kälte gut regulierend. Ja. Mitten in die Siloplatte ist meistens schlecht, weil die im Sommer sehr warm abstrahlt, rundherum. Und da entsteht wie so eine Wärmeglocke wegen dem Beton. Und im Winter sehr stark kühlt, weil die ja in sich ja durchfriert und auch die Kälte abstrahlt. Ja. Heinrich Meyer, Waldimker, Ullmann, Silikongitter ist Propolisgitter und wird propolisiert zur Klimamembran. Richtig, Heinrich. Und es freut mich, Heinrich, du hast es genau verstanden. Exakt verstanden, um was es geht. Exakt verstanden. Das wird dann automatisch zur Klimamembran, weil es ja die Bienen so anpassen. Ja. Jupp, was ist das System vom Häufel? Dennis kenne ich leider nicht. Kenne ich leider nicht. Ich kann auch auf die Schnelle jetzt das nicht alles durchrennen. Das Problem ist, wenn es zu gut isoliert ist, dann hast du den Tauwassersaus voll auf der Mitte und dann siehst du den Schimmel nicht. Du siehst ihn einfach nicht. Er ist aber da. Wenn du dir aber so ein Mikroskop holst, wo du tiefer reinschauen kannst, dann wirst du sehen, da ist wirklich alles schwarz. Und wenn aber der Frühling kommt und die Zeit kommt, wo der Imker dann wieder an die Völker geht, also, dann ist ja in der Regel Flugbetrieb und so. Und dann wird ja, der, bis du dann reinschaust, haben die das schon wieder sauber gemacht. Ja? Und das ist das, das, wo ich versuche zu vermeiden. Da gibt es ganz viele Ansätze, wie man das angehen kann. Zum Beispiel über Schiede, die metallbeschichtet sind, die dann im Prinzip als Kondensatmagnet indirekt sind, die das Kondensat anziehen und das abläuft nach unten. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Ansätze. Aber und
Um das, was Jupp gerade erklärt hat, reicht auch ein Buch zur Meisterausbildung Zimmerer und Maurer. Die kosten etwa weniger als sein dickes. Nö, ich glaube nicht, der Schneider. Also, ich habe alles aus dem Schneider gelernt. Alles. Alles. Und, pass auf, so teuer ist der Schneider gar nicht. Aber der Vorteil ist beim Schneider, weil du auch das Klima berechnungstechnische drin hast. Also, alles. Guter Vortrag, Jupp, gut geführt war das. Zwei Vorträge in einem, reicht gut für zwei Vorträge. Ein Beutenklima, zwei optimale Klimabeute. Nein, das war nur einer. Und das war nur ein kleiner Teil davon, Lars. Da gibt es noch zwei Teile davon. Und einer davon ist ungefähr der größte Teil davon. Das wäre der nächste, den wo ich aber, das dauert, ich muss das jetzt splitten. Den werde ich auf lauter kleine Sachen aufteilen. Der würde 6 Stunden dauern. So. So. Noch eine Frage zur Futterherstellung. Man nutzt ja warmes Wasser, damit sich der Zucker gut löst. Hast du schon mal probiert, das Futter in einem Glühwein erwärmer herzustellen, damit sich der Zucker besser löst? Geht das? Und wie warm darf der Sirup werden, damit sich kein HMF bildet? HMF bildet sich erst, wenn du wirklich lange Temperatur, ich weiß nicht genau im Kopf, wie warm das sein muss. Ich habe im Hinterkopf irgendwas 60, 70 Grad über einen längeren Zeitraum. Dann bildet sich das HMF. Also normalerweise, dass du deine normale Zuckerlösung herstellen kannst, reicht ja im Prinzip 40 Grad. Die meisten nehmen aber das heiße Wasser aus der Leitung, weil normalerweise die Standardheizungen warmes Wasser sind so 60, 65 Grad eingestellt. Ja, so einen Dreh. Jetzt ist aber kein Problem, weil du gibst ja dann den Zucker dazu und nochmal, dann kühlt es ab und bis du den, also der ist ja innerhalb von 20 Minuten ist das Wasser in dem Ding um 20 Grad abgekühlt. Ja. Von dem her ist das eigentlich dann kein Problem. Also ich würde so beim Glühwein, aber ich verstehe, was du meinst, das wird funktionieren, ja, definitiv wird das gehen. Ich würde so 40 Grad, aber es geht wesentlich einfacher, wenn du einfach warmes Wasser aus der Leitung nimmst und das unterrührst. Ja, Bastilio, du hast den ganzen Vortrag verpasst. Aber du kannst ihn gerne im Nachhinein, also wenn es dir interessiert, haben wir richtig, ich glaube, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben. Also, ich weiß nicht, die Community darf abstimmen, ob ich mir Mühe gegeben habe. Ich habe auch, seit ich die Klimazeige drauf habe, auch kein Problem mehr mit Schimmel. Peter, das freut mich extrem. So, dann dürfte doch beim offenen Gitterboden kein Schimmel entstehen, oder? Doch. Doch. Weil der offene Gitterboden, weil du diese, weil es im Prinzip egal ist, ob er offener oder geschlossener Gitterboden ist. Das ist egal. Der Tauwasserausfall bleibt gleich. Er verschiebt sich nur. Ja. Der verschiebt sich nur ein bisschen. Es ist prinzipiell, ist wirklich, ob offen oder geschlossen, ist gar nicht so das Problem an sich. Weißt du schon, wann du was genau ist über den Käfig? Da kommt das Video, das mache ich morgen sogar. Ich werde nämlich morgen meine Dame, also ich werde die Käfigen. Der Glühweinkessel hat einen Ablasshahn, ja. Ja, sowieso, habe schon geschrieben, dann schaue ich mir auf jeden Fall noch. Ja, wie gesagt, Bastilio, das Sleeper, souveräner Vortrag. Ja, das Sleeper, aber ich hoffe, hier Sleepers, Dirk heißt du. Ich kann da mit dem Sleepers, das, ich weiß nicht, ich kann mich da mit den Raumfreunden, das, ich habe da immer so den Horrorfilm Sleepers irgendwie, also was ist das, ein Horrorfilm? Ist ein Horrorfilm. Dirk, ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Dass das, wie soll ich sagen,
Warme Mütze reicht in Bienenluftzirkulation durch Deckel nicht notwendig. Frische, kühle Luft durch Flugloch reicht in einem kompakten Habitat. Ist 100% feuchte. Oben nicht der Feind. Gruß Dirk. Dirk, ist es Frage von mir? Ist es Aussage aus Erfahrung und die Erfahrung, dass du Verschiedenes probiert hast? Oder ist es jetzt einfach eine Aussage aus, weil du sagst, ich habe das so gelesen. Es ist beides gut und ich akzeptiere auch beides. Aber ich kann dir sagen, das, was ich dir da jetzt heute erzählt habe, das sind Erfahrungen aus Jahrzehnten. Und versuchen. Und nicht von anderen, sondern von mir. Ja? Das sind Beobachtungen von mir selbst. Und ich traue so schnell keinen anderen. Ja? Und ich traue teilweise nicht mal mir selbst. Ich muss es immer wieder probieren. Ja? Jupp, der ganze Vortrag wäre doch was für Weimar, Johannes. Ja, du, der Jürgen, wir haben da schon mal gesprochen drüber. Also von dem her, ich hätte da sogar noch mehr Auflage, aber ich weiß immer nicht, ob das nicht alles too much ist. Ja? Vierfach so viele, was? Dreifach so Boden bei der Dann, drei Viertel zu. So viel Schimmel hatte ich noch nie. Toller Vortrag, Manfred. Ja, genau. Aber das ist ja auch wieder was, Manfred, das war man nicht pauschalisieren kann. Das ist leider, das ist ja das Problem. Bei dem einen, der macht das und bei dem funktioniert es tadellos. Und beim anderen, Manfred, wie es jetzt bei dir gemacht hast, bei dir geht es gar nicht. Aber ich hoffe, dass du nach heute das vielleicht nur einen Hauch verstehst, warum es so ist. Und ich gebe mir Mühe, dass ich da vielleicht noch einen da raushau, dass man das Gesamte vielleicht so ein bisschen durchschaut. Weil man muss gar nicht so viel rechnen. Man muss eigentlich gar nicht rechnen. Man muss nur seine Augen, seine Sinne aufhalten, weil jeder erkennt Feuchtigkeit. Jeder erkennt Schimmel. Ja, da brauchen wir nicht diskutieren. Man muss nur einfach den Gedanken aus dem Kopf bringen, dass man Schimmel bekämpft mit Isolierung, also mit Dämmung. Den Gedanken muss man wegbringen. Weg. Ja? Das ist, man muss schauen, was hat man für ein Problem, was ist der Auslöser. Und dann systematisch dieses Problem lösen. Ja? Und oftmals ist es gar nicht beim ersten Versuch gelöst für seinen Standort, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat nach dem zweiten, dann klappt es. Ja? MBK, warum funktioniert es bei einem nicht, beim anderen schon oder so? Ja, die Physik ist bei allen gleich. Aber es gibt eins, was die Leute nicht beachten. Die beachten es ihr Mikroklima nicht. Die beachten nicht die Wärmeabstrahlung vom Boden. Die Kälteabstrahlung, die feuchte Abstrahlung, die Sonneneinstrahlung, den Luft, die Luftströme, die Luftverwirbelungen. Es macht so einen großen Unterschied, ob die Beute jetzt so steht oder so steht, wenn einfach der Wind anders ist. Und das macht den Unterschied. Die Physik ist immer das Gleiche, nur der Mensch, die Erfassung des Gesamten ist das Problem. Ja? Das ist. Das ist, jeder kennt es von uns im Winter, wenn es kalt ist, dass man auf einen Fluss schaut, auf einen Weiher schaut oder auf einen See. Jetzt. Auf einen See. Man schaut auf einen großen See und da sieht man Stellen, die sind nicht zugefroren. Und der Rest ist eben schon zugefroren. Ja, wieso? Physik ist doch überall das Gleiche. Das Wasser hat überall das Gleiche. Energiegleichheit. Das Wasser ist eigentlich überall gleich warm. Die Oberfläche ist so. Nein, eben nicht. Eben nicht. Deswegen haben wir Ströme. Deswegen haben wir Meeresströme. Weil einfach dieser Unterschied, dieser, der ist der Unterschied. Und das muss man einfach verstehen. Das muss man einfach verstehen. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird man auch bemerken
Und dann wird man wahrscheinlich auch verstehen, dass das mit dem Imkern allgemein so ist und dann wird es auch besser laufen. Ja. Verliert man mit der Delta Fox nicht zu viel Wärme nach oben? Nein, überhaupt nicht. Also 6 bis 8 cm Delta Fox freilassen? Nein. Bienensepp? Nein. Das wäre sehr schlecht, weil wenn du was Metallisches über die Bienen hängst, dann das Metallische ist ein sehr guter Wärmeleiter und dann kühlst du sie indirekt aus. Metallisch über den Bienen, also ist alles, was gut leitet, ist über den Bienen sehr schlecht. Deswegen ist ja auch, man darf es nicht vergessen, wenn ich oben, nur so als Beispiel, wenn ich jetzt nur ein Delta Fox drauflege oder nur ein Baumwolltuch, reden wir jetzt von einem Baumwolltuch. Ich lege jetzt nur ein Baumwolltuch auf. Dieses Baumwolltuch ist, was ist? Okay, ja, ich komme auch gleich. Du legst es, die Regie geht jetzt ins Bett. Ja? Das ist. Ich kann meinen Chat selber lesen. Ja? Und das Tuch ist trocken. Dann hat das Tuch eigentlich eine gute Dämmeigenschaft. Ja? Unten geht es zu. Ist das Tuch aber jetzt nass, dann ist dieses Tuch halt überhaupt keine Dämmeigenschaft. Im Gegenteil, dann ist es Katastrophe. Und wenn ich jetzt so viel Isolierung habe, die nass sind, dann ist es Katastrophe. Sobald was richtig nass ist, haben wir keinerlei Dämmwirkung mehr und haben einen extrem hohen Energiefluss. Und das ist nicht gut. Und lieber habe ich dann weniger von der Feuchtigkeit. Also im Volk soll es ja ruhig feucht sein. Das ist ja okay so. Ist ja wirklich okay. Und wir haben in keinem natürlichen Habitat, in keiner Baumhöhle, haben wir, ich habe da mit einigen telefoniert, gesprochen, die untersuchen, die Spechthöhlenforscher und. Wir haben da, und die haben die auch verkabelt, wir haben nirgends 100% übrigens. Wir haben um die 65-70% Luftfeuchtigkeit. So, das ist so der Standard, was wir eigentlich immer haben. Im oberen Bereich, im Brutnest selbst, liegen wir so bei 85% Luftfeuchtigkeit. Ja, 100 nicht ganz. Wir können jetzt, weil Luftfeuchtigkeit ist relativ, sind wir bei 85% und es kühlt um 1,5 Grad ab, ja, dann sind wir bei 100. Wird es um 1 Grad wärmer, also wenn die Sonne aufgeht, sind wir bei nur noch 80. Okay? So. Aber wir machen jetzt wirklich Feierabend für heute. Lieber nicht auch die Möbel, die Feuchte im Stock, also trockener, weniger Varroa. Ja, genau. Thomas Schäfer, du sprichst das jetzt an. Das habe ich extra ein bisschen in dem Vortrag ein bisschen ausgelassen, weil es gibt da so Beutenhersteller, die sagen, wenn du ein super Klima bei einer Beute hast, dann hast du auch kein Problem mehr mit der Varroa. Ich würde mir es wünschen, wenn das stimmen würde. Ich würde es mir wirklich wünschen. Aber nein, es ist leider nicht so. Die Bienen sind, wenn das Klima passt, natürlich agiler, sind gesünder. Und von dem, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Super. Aber im Brutnest, die Luftfeuchtigkeit in dem Brutnestbereich, die wird reguliert von den Bienen. Wenn ich von Klima spreche, von dem Beutenklima, dann rede ich von der Beute, nicht von dem Brutnestbereich, von der Biene. Ich rede um das drumherum. Ja? Ich rede vom, einfach von den anderen drumherum. Und da will ich den Bienen so wenig Arbeit machen wie möglich. Da will ich ihnen so viel Arbeit abnehmen. Der Brutnestbereich ist immer optimal, das regeln die Bienen ganz von selbst. Ja? Und da sind auch unsere Varroen. Jetzt hat man gleich einmal ein Herzchen geschickt. Keine Ahnung wieso. Das muss man verstehen. Und deswegen ist der Varroa auch egal, was wir da isolieren oder nicht isolieren. Ist denen egal. Solange der Brut da ist, geht es der Varroa gut. Ja, ganz einfach. Gute Nacht alle zusammen. Ich bin dann mal raus. Muss schlafen. Gut. Bitte Goldbiene. Bis bald. Gute Nacht. An die Regie, super, gute Nacht, schlaf gut, Steffi, tschüss, Franz, Basilio, morgen ist Brückentag. Nein, wir machen nicht bis Mitternacht. Ich habe morgen einen harten Tag, ich muss morgen viel tun. Ich dachte immer, dass Isolierung egal ist, weil Bienen nur ihre Traube heizen und nicht die Beute. Da hast du recht, MBK, und wenn du mir zugehört hast, MBK, dann habe ich da nicht widersprochen.
Weil mir geht es gar nicht um Dämmung. Mir geht es um das Klima. Ja? Mir geht es rein um das Klima. Nicht um warm oder kalt. Warm oder kalt hat nichts mit Klima zu tun. Also, das ist eher ein Wetterding. Ja? Ich will das Klima herstellen. Ich will vernünftige, homogene Umgebung schaffen. Da, wo das Drumherum nicht wegschimmelt. Also, wie gesagt, in der Bienentraube, also da, wo die Bienen sitzen, da machen das die Bienen. Das ist alles optimal. Aber unsere Kiste, da ist ja noch mehr. Es ist immer irgendwie mehr. Und da haben wir das Problem. Und das, wenn man das klärt, dann geht es den Ladies drumherum besser. Weil die Ladies, sobald der Sommer kommt, das drumherum auch alles putzen. Die wollen nämlich auch ihre Umgebung sauber, keimfrei und gecleant haben. Ja? Und das machen die auch. Wie verhält sich der Kunststoff von nicht im Vergleich zu Holz und Styropor? Ist egal. Ist egal. Das ist das eine, ist halt einfach abputzbar. Also prinzipiell ist der Kunststoff wäre sogar besser wie Styropor. Idealerweise, und ich sage es jetzt wirklich ungern, eine gute, und das, da weint mein Zimmererherz und mein Gedanke zum Ökologischen, die beste Alternative, wo wir haben und was auch hygienetechnisch, auch klimatisch das Beste wäre, Kunststoff und Styropor, die Kombination. Der Kunststoff, die Masse und der Kern, der Styropor. Also eine Beute kann ich nennen, das wären ja die Ligoma-Beuten. Die wären, in die Richtung wären die extrem gut dabei. Ja. Die wären sehr gut dabei, wenn man auf diese Schiene geht. Aber Jupp, wie sieht es aus, wenn auf der Delta Fox Hanfdämmung drauf? Besser wäre unter der Delta Fox. Also du baust einen Rahmen, unten ein Gitter, dann deine Hanfdämmung und dann die Delta Fox oben drauf. Denk an ein Dach, denk einfach an ein Dach. Da legst du die Dämmung auch nicht auf die Ziegel drauf. Ja? Beim Dach kommt von innen auch Luft dicht. Können wir aber jetzt nicht machen bei den Bienen, ist schlecht. Also wir müssen dampfdiffusionsoffen arbeiten, also wir müssen außen 5-mal luftoffener sein wie innen. Also, und das klappt aber dann mit deiner Hanfdämmung, machst du innen Gatze rein, Folie, also Gitter, dass die Bienen das nicht rausnagen. Dann legst du der Hanfdämmung, dann machst du da oben drauf Delta Fox drauf. Oder Strommatte. Strommatte. Jupp, wie ist bis jetzt deine Erfahrung mit der Paulownie-Beute? Sehr gut, also ich bin sehr überrascht. Ich bin wirklich sehr überrascht. Da kommt übrigens ein Video, ich habe schon mal kurz angeschnitten, also muss ich noch machen. Gut, dass du es sagst. Da geht es um den Härtegrad von den Beuten. Da würde ich mal einen Vergleich herstellen, also nicht einen Vergleich, ich will einfach zeigen, weil es immer heißt, das ist härter wie das und das ist härter wie das. Da habe ich mir extra ein Durimeter bestellt, also ein Durimeter gekauft. Da haben wir wieder richtig in die investiert. Und da kann ich euch zeigen, was ist, wie hart ist was, die Oberflächen von Kunststoffbeuten, also die Styroporbeuten. Hauptsächlich will ich ja den Vergleich machen zwischen Segeberger-Beute und, sagt's mir, der, ach, wie heißt die andere da, die Paradise Honey B-Box, jetzt. Gerhard Hettler, gedruckte Beute mit 20% Infill, sodass die Luft in der Dämmung realisiert und der Kunststoff die Masse bildet, in der dickeren Wand wie außen und runde Ecken, innen, genau. Gerhard, ich sehe, du hast es verstanden. Du hast es verstanden, Gerhard. Genau, das würde funktionieren und es würde
sehr gut funktionieren. Wäre halt ein bisschen aufwendig. Aber würde sehr gut funktionieren. Naja, nicht die Ligoma. Die Paradise Honey Bee Box. Aber jetzt bin ich weg. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Lasst euch jetzt nicht verrückt machen wegen dem Oxalsäure-Zeugs. Ich habe es euch gesagt, dass zugelassen war. Ja, hatte ich recht. Ich lüge euch nicht an. Habe ja nichts davon. Jetzt lasst euch nicht ins Boxhorn jagen oder verrückt machen. Wartet ab, bis in Friedrichshafen Mitte November das Mittel dann zugelassen ist. Dann schauen wir uns den Beipackzettel an, weil der ist nämlich jetzt das, was für uns auch sehr stark entscheidend ist. Dieser Beipackzettel, diese Zulassung ist ja das eine. Der Beipackzettel ist ja mit der ganzen Anwendergeschichte. Also wir brauchen von dem Produkt diesen Beipackzettel. Und dann schauen wir uns den an und dann schauen wir mal, was alles erlaubt ist. Und bis dahin vertreibe ich mir die Zeit, dass ich für euch ein Video mache, wo wir alle Sublimatoren und Zeugs mal einmal testen. Einmal, was heißt testen? Wir schauen uns einfach mal an, was macht, was mehr Sinn machen würde, was keinen Sinn machen würde und so. Aber nur, wenn es euch interessiert. Ja. Also für mich interessiert es, ich habe mir das gebaut für mich, weil ich einfach, ja, wissen will, was gut ist. Genau, Ruhe bewahren, Sleepers. Und der Gottfried hat es auch schön gesagt, ja, warten, ja, man muss jetzt noch gar nichts kaufen. Und ich kann euch sagen, um das jetzt so ganz am Schluss noch zu sagen, es werden Prozente kommen. Ich habe für die Community, und auch wenn sie groß ist und auch wenn welche dabei sind, die mich nicht so lieb haben, aber das ist mir egal, ja, ich bin für alle da, haben wir was ausgehandelt. Aber wartet bitte. Und wenn der Gottfried und der Herr Juppinger sagt, wartet bitte, dann sagen wir das nicht, weil das einfach so ist, sondern wir sagen das in der Regel, um euch unter Umständen, wir wollen euch was ersparen. Ja? Okay? Und jetzt wünsche ich euch ein gutes Nächtle und wir sehen uns. Und easy going. Und wo ist mein Wäscheklopperl? Jetzt habe ich das Wichtigste vergessen. Das war immer so. Das muss ich beim nächsten Livestream sagen. Ich will eine Aktion nämlich starten. Ich kann das schon mal vorhin nur kurz verraten. Ich will eine Aktion starten für mehr Respekt allen und jedem gegenüber. Andreas, das müssen wir schauen, aber ich kann da sagen, das sind schon mal... Warte mal, ich mache das anders. Schaut mal in den Chat, da steht's. Wir versuchen, dass wir noch mehr kriegen. Ja, da sind wir jetzt gerade. Und nein, ich krieg da nichts dafür. So. Ich will eine Aktion starten für mehr Respekt allen und jedem gegenüber. Mich hat da ein bisschen auf der Oktoberfest, die haben da so Wäscheklubberl verteilt. Respekt allen halt, dass einfach sie appellieren, dass man mehr Respekt allen und jedem gegenüber hat, dass man nicht immer, ja, man darf verschiedener Meinung sein, aber man muss ja nicht immer allen anderen gleich fertig machen, schlecht machen oder sonstiges, sondern man kann es auch einfach anderen einfach sein lassen und jeder soll allen, jeden gegenüber respektvoll der Umgang gewährleistet sein. Und da würde ich gerne Aktion starten. Ja. Und aber jetzt muss ich wirklich Feierabend. Ciao.